So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei einem Preview. Ein Preview ist, ich erkläre es mal schnell, für mich ein neues Konzept. Ich dachte mir, ich werde verschiedene Spiele mal anspielen, also Preview-technisch, und die dann einfach hochladen auf YouTube-Channel. Und ich spiele die Sachen dann auch einfach im Livestream an. Und hier würden wir Norland anspielen, um mal reinzuschauen, ob das Spiel was taugt oder nicht. Also für uns, für jeden Einzelnen, ne? Das ist individuell. Und die Idee ist, wir machen ein Preview. Wenn genug Leute sagen, hey, das ist mega cool, das Spiel, mach davon ein Let's Play, dann mache ich davon auch gerne ein Let's Play. Das müsst ihr aber in die Kommentare schreiben dann, wenn ihr das als Videoformat guckt. Beim Chat kriege ich ja direktes Feedback. Soweit so klar. Gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Tutorial. Ich habe null Plan, ne? Wir starten mit dem Tutorial und nachher ein neues Spiel. Einfach, um die Sachen mal zu lernen. Let's go. Nearly 200 years have passed since the end of the devastating religious war. The empire fell, and its former provinces eventually became barbarian kingdoms. The church managed to revive hope, and peace and prosperity reigned over the ruins of the former civilization. Over time, the influence of the church only grew. But history is cyclical, and power cannot remain in one's hands for long. Wars between kingdoms flare up one after another. Hunger and poverty force people to abandon their homes and seek refuge in neighboring settlements. Can your dynasty unite the kingdoms and halt the advance of the Dark Ages? From this moment on, history is written by you. By me. Wunderbar. Es soll übrigens eine Mischung zwischen RimWorld und Crusader Kings 3 sein. Ich bin mal gespannt. Wird geladen. Let's go. Ihr sagt, es ist schon komplex. Okay, ich bin mal gespannt. So, willkommen in Norland. Du stehst an der Spitze. Ah, übrigens, wenn das Tutorial ein fixes Tutorial ist, ne, wo man von dann bis dann spielt und nachher das Hauptspiel, dann werde ich das in den Timestamps noch reinmachen. Also wenn ihr das Tutorial nicht sehen wollt, dass ihr dann einfach direkt zum Dings springen könnt, zum Hauptspiel. Also zum direkten Anfang. So, du stehst an der Spitze einer Adelsfamilie von Lords im Besitz einer Provinz von Norland und hast den Auftrag, Wohlstand, Sicherheit und persönliche Ambitionen zu garantieren. Deine Lords hören auf den Befehl, haben aber auch ihren eigenen Willen. Deine Geschichte beginnt hier und jetzt. Let's go. Okay, Kamerasteuerung, WASD. Und mit der Maus können wir zoomen. Soweit so klar. Klassische Basics. Zoome ein und aus. Mit dem Mausrad, ja, wunderbar. Okay. Drück die LED-Taste oder die Schaltfläche rechts unten, warte. Ah. Also um zu pausieren wahrscheinlich, ne? Ah ja, unten rechts wird alles angezeigt, super. Chatty müssen wir übrigens sagen, ob die Lautstärke gut ist oder ob ich ein bisschen lauter machen soll. Ich glaube, ein bisschen lauter ginge noch, ne? Wo ist Escape hier? Wir machen hier mal... Ich lass mal auf 100%, gib mir einfach Feedback. So. Manchmal macht es Sinn, Zeit vorzuspulen, etwa nachts, wenn alle schlafen. Probiere mit der Taste 1 bis 3. Ah so, okay, 1 bis 3 bis Kontrolle. Dann kann man mit Space wieder pausieren. Bedürfnisse von Personen. Hier oben haben wir die Personen. Du kannst zwar nur deinen Lord Direktbefehl erteilen, alle Personen in Norland haben aber Gedanken und Bedürfnisse. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, werden die Personen unzufrieden und verursachen Probleme. Oh, wenn ich denen einen Namen geben kann... Und wir dann vielleicht doch irgendwann mal ein Let's Play davon machen, dann werde ich die Leute nach euch auf Twitch benennen. Das ist ja cool. Wähle einen Lord aus, indem du auf dessen Porträt klickst. Klicke auf den Launenreiter im Personenmenü, um dessen Gedanken und Bedürfnisse zu sehen. Okay, wir klicken mal drauf. So, Burodar. Hier haben wir die Laune. Okay. Die grundlegenden Bedürfnisse sind Nahrung und Ruhe, die durch den Konsum von Nahrung und Alkohol gestellt werden. Okay. Du hast fürs Erste den Vorrat, doch es ist notwendig, eine zuverlässige Nahrungs- und Alkoholproduktion sicherherzustellen.
sicherzustellen, damit deine Person nicht hungert. Sehen wir uns also ein wenig mit den Gebäuden an, aber okay, die Gebäude schauen wir uns an, ja. Wo sind die? Also, in Urland scheust du lediglich die Adelsfamilie und musst einen Verwalter zuweisen, der die Aufsicht über die Arbeiter in den Gebäuden hat. Ach so, also das heißt, wir haben hier die Hauptleute und dann haben wir kleinere Arbeiter noch in den Dörfern. Oh, das ist von oben nach unten regiert, also halt wie ein Königreich, ne? Mega. Also, Verwalter zu der Aufsicht, blablabla. Die Anweisung des Verwalters Lords reicht für 3 Tage aus und ein Lord kann im Durchschnitt 7 bis 10 Gebäude verwalten. Gebäudeverwaltung. Weise nur die Halle die Zuweisung deiner Bauarbeiter stattdessen einen Verwalter zu. Wähle die Halle aus. Ja, ich wähle die Halle aus. Klicke im linken unteren Erscheinungsmenü auf die Schaltfläche Verwaltung. Wähle einen Lord aus, der für die Rolle gut passt. Warte, bis der Lord den Arbeiten Zuweisung gibt. Aha. Ah, und jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten, ne? Also Rimworld-mäßig. Oder halt, keine Ahnung. Wie hieß das andere Spiel? Going Medieval? Das war auch mega. Davon gibt es übrigens Let's Play auf dem Let's Play-Channel. Ich pack's mal in die Infokarte rein, wenn ihr Bock habt, da durchzuschauen. Ist ein herrliches Spiel. So, Produktionsbonus. Ja, hier können wir, also, das sind unterschiedliche Dinge, ne? Wir machen mal den 10er rein. Nein, wir machen den rein, der müssen. Shepka heißt die Person. Warte, bis der Lord den Arbeitern Anweisungen gibt. Also, Shepka läuft hier durch. Kann ich Shepka umbenennen? So, mach mal. Ja, schimpf mit denen. Die sind alle faul. Okay, wir machen mal ein bisschen schneller. So, sie haben mit ihnen geschimpft. Super, also. In Richtung von Gebäuden. Spitze, die Arbeiter wissen jetzt über deine Pläne Bescheid und sind bereit, mit den Bauarbeiten zu beginnen. Holz ist die primäre Ressource, die Errichtung eines Holzlagers hat, also oberste Priorität. Klicke auf das Baumenü, wähle die Überschrift Ressourcen, wähle das Holzfällerlager aus und platziere es im markierten Bereich. Okay, also hier unten, bauen, Ressourcen, Papiermühle. Alles klar. Und jetzt kann ich das irgendwo hinmachen, ne? Warum ist alles rot? Ah, ich muss es perfekt drauf machen. Ja, vermutlich nur im Tutorial, ne? Wir machen mal. Wunderbar. Als nächstes wollen wir ein Steckrübenfeld anlegen, um die Nahrungsversorgung zu garantieren. Das Steckrübenfeld sollte auf fruchtbarem Boden platziert werden, da es ansonsten nur geringe Erträge liefert. Ah, und dann gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und weniger attraktive Böden und so. Ja, cool, herrlich. Das ist genauso etwas, was es braucht. Gut. Klicke die rechte Maustaste halt, um im Baum einen Schritt zurückzugehen. Okay, zurückzugehen. Hey, das Tutorial ist ja ganz nice. Wähle das Roggenfeld aus, Steckrüben. Wähle erst den Bauplatz aus und verlasse anschließend den Baumodus mit rechts. Ah, hier ist also fruchtbarer Boden. Super. Kann ich es nicht hier machen? Hätte mir ein Feld mehr. 2, 3 sogar. Naja gut. Also wir bauen das. Warte, okay. Wir warten. Ich blende mich wieder ein. Ihr habt ja jetzt gesehen, was Sache ist. Ah, hier gibt es eine Mine. Kann gerade nicht durchgucken. Also, wir machen mal auf schnell. Dass die Arbeiter hingehen. Los, los! Herrlich. Herrlich. So, hier ist jetzt natürlich niemand, der hilft. Also, ne, das müssen wir da wahrscheinlich nachher auch wieder zuweisen. Sonst macht ja niemand. Was ist denn das für ein Smiley?
Ja, und es sieht sehr danach aus, dass wir dann unsere Adelsfamilie vergrößern können, ne? Und je mehr Leute wir in der Adelsfamilie haben, desto mehr Arbeiter können wir dann zuweisen. Aber das ist ja ist cool. Gefällt mir jetzt schon mal sehr gut. Verwalter zuweisen. Da die Arbeiter Anweisungen benötigen, musst du den neuen Gebäuden unbedingt Verwalter zuweisen, wie wir schon vermutet haben. Je höher die Verwaltungsfähigkeit des Lords, desto mehr zusätzliche Produktion wird ein Gebäude unter seiner Verwaltung produzieren. Ja, wenn ihr die Peitsche heftiger schlägt. Okay. Wähle das Holzfällerlager aus und weise ihm im Gebäudemenü links unten. Ist eigentlich okay, wenn ich es vorlese, oder Chat? Ihr müsst ja nicht sehen, den Text. Oder soll ich mich immer ausblenden, wenn die Anweisung hier ist? Gib mir immer schnell Feedback, please. Verwalter aus. Wähle das. Ja, okay, warte. Wähle das Holzfällerlager aus und dann haben wir hier wieder den Verwalter. Ne? Und dann machen wir dann Verwalter rein. Ich würde sagen, Holz ist ja jetzt noch nicht so wichtig, Essen ist fast wichtiger. Das heißt, hier oben machen wir dann den anderen rein. Super. Du kannst Verwalter auch im Schnellverfahren zuweisen, indem du mit der rechten Maustaste auf ein Gebäude klickst. Rechte Maustaste. Ah, und da können wir es auch ersetzen. Okay. Super. Passt so, super. Danke, Chat. Alkohol, Spitze. Die Nahrungsproduktion ist fürs Erste geklärt. Ja, wir werden den ganzen Tag Rüben essen. Jetzt. Oh, hier will ich nicht wohnen. Das ist ja furchtbar. Keine Abwechslung. Na gut, da komme ich hoffentlich noch dazu. Jetzt ist der Alkohol an der Reihe. Oh, jetzt wird's gut. Der den Leuten dabei hilft, die Erschöpfung nach einem harten Arbeitstag auszugleichen. So scheint es zu funktionieren. Wir haben bereits eine Brauerei für die Alkoholproduktion errichtet. Befehligen wir jetzt die Produktion der billigsten Form von Alkohol, Schnaps, der aus Steckrüben erzeugt wird. Super, wir essen Rüben, wir trinken Rüben, es ist einfach herrlich hier. Also, so, warte mal. Produktion. Aha. Du kannst einen einmaligen Befehl erstellen, X, oder einen Dauerauftrag zur Beibehaltung des gewissen Niveaus erteilen. Produzieren bis X. Ah, also herstellen ist einfach sagen, ich stelle 50 her, oder produzieren bis 50 ist, dass einfach der 50er-Bereich immer aufgefüllt wird. Befehlen wir nun den Betrieb für die Beibehaltung einer Menge von 100 Einheiten Schnaps. Dein Vorrat wird täglich überprüft. Danach wird entschieden, ob die Mühle in Betrieb genommen wird oder nicht. Klicke mit der Schnapskarte. Das ist voll die Schnapsidee. Jetzt wissen wir auch, woher das Sprichwort kommt, Schnapsidee. Ne? Auf, habe ich nie drüber nachgedacht eigentlich. Klicke in der Schnapskarte auf Produzieren bis X. Ja. Lege fest, wie viel Schnaps in deinem Lager angelegt werden soll. Das Maximale. Nein, Spaß. Erforderlich 40. Produzieren bis 90. Wie viel Bevölkerung haben wir denn? Brauchen wir so viel Schnaps? Achso, das war vielleicht ein bisschen viel. Wir brauchen 102 Schnaps. Der König trinkt zwei mehr. Nun musst du in der Brauerei einen Verwalter ernennen. Die Bauern werden sich ab sofort selber mit Steckrüben aus dem Lager eindecken und am Ende des Arbeitstages den produzierten Schnaps ins Lagerhaus schaffen. Bedenke, dass du bereits 50 Einheiten Schnaps besitzt und das Produktionsziel von 100 Einheiten Schnaps erreichen zu können, musst du zusätzlich 50 Einheiten Steckrüben schaffen, da eine Einheit Steckrüben für die Produktion einer Einheit Schnaps erforderlich ist. Ja, das ist super. Also ich mache hier, kann ich nicht noch zurück? Schließe das Feld. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen mal Chepka, weil Chepka war ja hier nur, hat die Arbeit ja zugewiesen. Das schon. Ach nee, warte. Die können ja mehrere Gebäude gleichzeitig führen, ne? Ist ja nicht nur ein Gebäude. Dann können wir ganze Abteilungen machen. Ja, voll gut. Sobald die Arbeiter Anweisungen erhalten haben, beginnen sie mit der Ausführung ihrer Arbeit. Untertags arbeiten sie, abends kümmern sie sich um persönliche Angelegenheiten. Löhne abholen, Waren einkaufen und Bier trinken. Was heißt die Löhne abholen? Die arbeiten für mich, okay. Preise und Löhne. Idealerweise konsumiert jede Person eine Einheit Nahrung und eine Einheit Alkohol pro Tag. Lords bekommen Nahrung und Alkohol aus dem Lagerhaus umsonst und von Dienern in die Halle zugestellt. Ja, das würde ich auch hoffen. Bauern und Krieger kaufen Nahrung und Alkohol jeden Abend auf dem Markt und in der Taverne.
Du kannst Preise und Löhne für deine Mark und Taverne im Finanzmenü festlegen. Öffne das Finanzmenü. Wir öffnen das Finanzmenü. Im Finanzmenü unter Rubrik täglich Ausgaben. Auf der rechten Seite kannst du sehen, welche Arbeiter am Ende des Tages welche Lohne erhalten. Links siehst du die Preise und die Menge der Ressourcen, die jeden Abend am örtlichen Markt verkauft werden können. So, dann Finanzmenü. Bauern kaufen erst Nahrung ein und nutzen ihre übrige anschließend für Alkohol. Sehr vernünftige Bauern, andersrum wäre nämlich ein Problem, wenn sie sich welche leisten können. Durch Preisregulierung und Ressourcenverfügbarkeit kannst du ihren Verbrauch dieser Ressource beeinflussen, was Auswirkungen auf ihre Laune und Ersparnisse zu sehen auf der rechten Seite hat. So, Moment. Also, ich muss mir schnell einen Überblick verschaffen. Ich weiß nicht, ob dahinter noch was ist, aber hier. Tägliche Ausgaben, Löhne, Bauern 7, Krieger 2, Mehl 50, Fleisch haben wir gar nichts, Steckrüben, Bier, schmackhaftes Ale, Schnaps und Nektar. Momentan ist der Lohn von Arbeitern auf 8 Goldmünzen festgelegt. Steckrüben kosten 4 Münzen und Schnaps 7. Bauern können sich also nicht täglich sowohl Steckrüben als auch Schnaps leisten und müssen daher einige Tage sparen, ehe sie der Taverne einen Besuch abstatten können. Senken wir den Preis von Schnaps auf 4 Goldmünzen, damit Arbeiter ihn sich täglich mit ihrem Lohn leisten können. Dies wird ihre Zufriedenheit steigern, das ist super. Es gibt mir ein bisschen zu viel um Alkohol hier. Schließe das Finanzmenü. Ja, machen wir gleich. Ich rufe auf 4 runter, ne? War das Ziel. Ja, gut. Ganz unten ist der stärkste negative Gedanken sowie die Anzahl der Bauern angeführt, die diese Sorge teilen. Wir sehen hier, dass ihnen die Geschmack. Lose Steckrübe und der wenig wohlschmeckende Schnaps missfallen. Wo sehen wir das? Wo sehen wir das? Ah, wenn wir in den Cursor draufgehen, hier. Häufig negative Gedanken, geschmacklose Steckrüben, widerlicher Schnaps. Ich hab's doch vorhin gesagt. Da müssen wir natürlich gucken, dass da mehr rankommt. Wir sehen hier, dass ihnen die geschmackslosen Steckrüben missfallen. Diesen Missstand können wir beseitigen, indem wir qualitativ hochwertige Produkte herstellen, was allerdings nicht ohne spezialisiertes Wissen aus Büchern möglich ist. Aber wie gelangen wir an die Bücher? Ah, die heilige Karawane kommt uns zu Hilfe. Sie wird uns Bücher verkaufen und uns das dringend benötigte Gold für andere Ressourcen beschaffen. Verstehe. So ein Zufall, dass die heilige Karawane gerade auftaucht. Gold ist in der Wirtschaft Nurlands auf 3 Arten im Umlauf. In den Taschen der zuwandernden Bauern oder über den Handel mit Nachbarn oder der heiligen Karawane. Die heilige Karawane trifft alle 1-3 Tage abends ein und ist die Hauptquelle von Gold, heiligen Ringen, eine von Lords Luxusgut, das als Währung ihres Standes dient. Bücher und Sklaven. So. Ah, hier sehen wir, dass der Händler da ist. Gut. Heilige Karawane. Warte, bis die Karawane ihr Ziel erreicht hat. Klicke auf die Karawane, auf den Karawanenführer und wähle einen Lord aus, der mit ihm Handel treibt. Ja, das muss wahrscheinlich jemand machen, der gut ist darin. Ah, ja, da können wir, das ist mega geil. Da können wir noch gucken, wer gut in Handel ist. Ne? Hier haben wir Handel 3, hier haben wir Handel 10, hier haben wir Handel 2. Das heißt, Luitovsvet. Wer hat sich denn den Namen ausgedacht? Luitovsvet. Der gute Li ist sehr gut im Handeln. Und ja, super. Ich denke, dass ein Handel profitabler ist, wenn er von handelnden Lords mit hoher Fähigkeit. Ah ja, okay, das war's, bin ich selber drauf gekommen. Du hast die Zeit mit der Taste 1-3, etc. etc. So, also. Da gehen sie runter. Aha, das sind die Arbeitskräfte. So. Machen wir schnell Pause. Macht automatisch Pause. Einmal auf den Händlern. So, Louis ist recht gut in dem. Liu. Die Kirche unterstützt das natürliche Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Wenn du also zu viel von einem Produkt verkaufst, wird sich der Verkaufspreis reduzieren. Doch fürs Erste sollten wir uns deshalb keine Sorgen machen. Ah, okay. Ah, der dient ein bisschen als Balancing.
Verkaufe 30 Einheiten Schnaps aus deiner Produktion, kaufe das Buch Hopfen, Feld und Bier, schließe das Handelsmenü. Wenn du die Umschalttaste gedrückt hältst, kannst du mehrere Objekte gleichzeitig verschieben. Also, 30 Einheiten Schnaps soll ich verkaufen, hä? Ja, wie kann ich... mit der Umschalt kriege ich einen 10er raus. So, ja, machen wir 30. 30 ist gut. So, jetzt müssen wir Bücher kaufen. Hopfen. Warte, ich mache mich schnell raus, dass ihr das seht. Hopfenfeld und Bier ermöglicht die Errichtung des Gebäudes Hopfenfeld und die Produktion von Bier. Kann im Wissensmenü studiert werden. Du benötigst Wissen Stufe 3, um studieren zu können. Ja, wie kaufen wir das? Der Kohle, die wir haben. Sehr gut. Eine spezielle Ernährung und mentale Stärke verlangsamen die Alterung. Da haben wir richtig cooles Zeugs dabei, Alter. Also hier können wir Leute... Dass Leute länger leben. Dass unsere Dynastie langlebiger wird und so Sachen. Das ist ja mega geil. Hey, Parzi, danke für 19 Monate, Mann. Wird jetzt gar nicht eingeblendet, warte. Da unten. Dankeschön. Okay, das ist cool. Das ist sehr, sehr sweet. Mega. Also, so. Dann klicken wir unten auf Handel. Und jetzt schieben wir die Sachen hin und her. Wunderbar. Und schließen. Ey, mega. Bücher. Jetzt, wo wir ein Buch über Hopfenanbau und Bierbrauen besitzen, kannst du dieses über das Wissensmenü in der Bibliothek studieren. Bücher. Im Wissensmenü kannst du Lords... dem Studium und Verfassen von Büchern zuweisen. Bücher können in verschiedenen Sprachen geschrieben werden, die meisten werden jedoch in den imperialen Sprachen verfasst. Öffne das Wissensmenü, weise einen Lord dem Studium der Braukunst zu. Okay, jetzt wo wir ein Boom... Ja, soweit so gut. Also Hopfenfelder und Bier. Klicken wir da drauf. Lernen. Wer ist denn am besten geeignet dafür? Je höher die Intelligenzstufe des Lords, desto schneller wird das Wissen angeeignet. Nach dem Studium eines Buches kann die Person mit Papier eine Kopie davon anfertigen. Ah, das Symbol, also 11 bedeutet hier immer... Ja. Chepka. Wenn zumindest ein Lord ein Buch gelesen hat, werden Fähigkeiten und Effekte für alle verfügbar. Wenn dieser Lord allerdings stirbt, gehen auch alle durch dieses Wissen erlangte Vorteile verloren. Das ist cool. Da musst du immer überlegen, wie alt die jeweilige Person ist und wie viel Wissen sie dabei hat. Und dann musst du das Wissen an die nächste Generation weitergeben. Ist doch komplexer als gedacht. Sehr sweet. Schließ das Wissensmenü. Jawohl. Aufgaben für Lords. Abgesehen von der Verwaltung von Gebäuden können deine Lords auch andere Aufgaben verrichten. Die weigern sich allerdings gänzlich Aufgaben anzunehmen, wenn sie unzufrieden sind. Wie es scheint, ist einer von ihnen bereits unzufrieden. Aha, so ein Zufall wieder. Im Tutorial, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Dies erkennst du am roten Hintergrund des entsprechenden Porträts. Ah, okay, grün ist gut, rot ist böse, ja. Finden wir heraus, was passiert ist. Wähle den unzufriedenen Lord aus, indem du auf sein Porträt ganz oben klickst oder ihn auf der Karte suchst. Wir klicken drauf. Lord-Menü im Personenmenü des Lords kannst du dessen Hauptstatusparameter, etwa Laune und Loyalität, das Inventar und Eigenschaften betrachten. Bewege den Cursor über Symbole und Parameter, um mehr Details zu erfahren. Okay. Wenn die Laune eines Lords schlecht ist, erleidet er möglicherweise Depression, verweigert die Ausführung von Befehlen und weist eine schneller abnehmende Loyalität auf. Wenn die Loyalität unter 25 fällt, verlässt der Lord möglicherweise seine Adelsfamilie oder beginnt eine Rebellion. Oh, okay. Betrachte jetzt den Bedürfnisreiter, um herauszufinden, ob der Lord unzufrieden ist. Also ja, das wissen wir ja schon. Quälende Sehnsucht. Achso, ja, jetzt habe ich sie übersprungen. Aber ich kann mit dem Cursor draufgehen. Du musst das um jeden Preis tun. Grund, Sehnsucht. Dieser Lord wird also von einer unerfüllten Sehnsucht geplant. Kehren wir nun zum Hauptreiter zurück, um diesen Wunsch zu erfüllen und damit die Laune des Lords zu verbessern. Kleine Ringe, gering einsam.
volle Energie, die Freuden, frömmig. Hier gibt's Six. Ruhe, müssen wir extra so aussprechen, mit dem YouTube-Algorithmus. Nahrung und Schlaf. Wir können das übersetzen mit Snoo-Snoo. Also hier gibt es ein Feld für Snoo-Snoo. So, also wir kehren zum Hauptreiter zurück, ja. Wenn du deine Maus über das Sehnsuchtfeld wächst, kannst du sehen, dass dieser Lord von heiligen Ringen träumt. Von heiligen Ringen träumt. Doch, die Ringe, die in der Ressourcenliste in der linken oberen Ecke angezeigt werden, gehören deinem König und befinden sich in dessen Inventar. Blablabla. Klicke auf die Schaltung Aktion, wähle Rubrik König, wähle Aktion Belohnung und weise dem König als ausführende Aktion zu. Also wir können hier klicken, dann Verhandlungen mit dem König, Belohnungen. Ah, der wir sind natürlich der König, wir bestimmen immer und geben das dann nach unten weiter. Ah, man kann sogar unterrichten, cool. So, Belohnung. Die getreue Dienste erhalten Personen eine Belohnung des Königs. Ja. Überall ein König. Ich würde sagen, das überspringen wir mal. Klicke auf den König, klicke auf die Belohnung-Aufgabe in der Liste der erhaltenen Aufgaben ganz oben im Menü. Warte auf den König, den uns so belohnt hat. Okay. Klicke auf den König. Dann Belohnungsaufgabe hier. Jawohl. Ah, damit er das sofort ausführt, ne? So. Wenn er weg... Es macht nicht viel Sinn, wenn er wegläuft. Kannst du mal stehen bleiben? Ich übersetze das schnell. Du hast gut gedient. Hier hast du einen coolen, tollen Ring. Aktion auf der Karte. Heilige Ringe, wie jene, die du deinem Lord übergeben hast, können nicht produziert werden, sondern nur gegen Gold bei der heiligen Karawane verkauft werden. Da der Verkauf großer Warenmengen die Einkaufspreise der Karawane senkt, macht es manchmal mehr Sinn, mit Nachbarn Handel zu treiben und so für stabile Preise zu sorgen. Ah. Kannst du eigentlich auch die Sims-Sprache? Ja, klar. Echte Gamer können das. Beziehung mit Nachbarn. Um einen Handelsvertrag abschließen zu können, musst du dich entweder im selben Staat wie dein Nachbar befinden oder freundschaftliche Beziehungen mit ihm unterhalten. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Freundschaft zu einem Nachbarkönig aufzubauen. Schicke ihm ein Geschenk, entsende deinen Lord auf eine entsprechende Mission oder entsende ganz einfach deinen eigenen König zur gemeinsamen Jagd mit ihm. Oh, aber da können sicher Sachen passieren, ne? Also wenn man zusammen jagen geht, dass dann ein Jagdunfall passiert, dass unser König tot. Lang lebe der König. Beziehung zu Nachbarn, verbessern wir jetzt die Einstellungen des Nachbars. Also ne, da gehen wir jetzt Richtung Handel, das ist das, was wir jetzt machen. Öffne die Weltkarte und klicke auf die Nachbarstadt, um ihr Menü zu öffnen. Klicke auf die Schaltfläche Aktion. Also wir machen zuerst mal den hier. So. Klicke auf die Schaltfläche Aktion, wähle Lords und wähle danach den König aus. Wähle erst Jagd und dann deinen König als Jagdgefährten aus. Warte, bis die Könige gemeinsam auf die Jagd gegangen sind. Also wir klicken drauf. Nein, das ist es, glaube ich, nicht, ne? Ah, hier unten. Zuweisen. Lords. Dann der König von da. Wolfsjagd. Boroda. Ja, unser König. Wir könnten auch andere schicken, aber wir schicken unseren König los. Gut. Wo sind wir eigentlich? Und wie cool ist das ganze, diese ganze Map denn? Mega, gell? Der ist ja richtig groß. Jetzt muss ich kurz gucken. Also das ist Staubtal. Ah, hier sind wir. Da geht er, da geht er! Warum hat das für mich so Pokémon-Vibes?
Oh, geil. Exzellent. Dein König hat eine gute Zeit mit deine Könige. Das sind nicht meine Könige. Also, ja, wahrscheinlich die Könige hatten eine gute Zeit miteinander. Und der Nachbarkönig betrachtet dich ab sofort als Freund. Beziehungswert über 25. Der perfekte Zeitpunkt, um über Geschäfte zu reden. Klicke auf die Nachbarstadt, um deren Menü zu öffnen. Klicke auf die Schaltfläche Aktion, wähle Handel und anschließend Schnaps kaufen aus. Weise deinen Lord zu, um das Abkommen zu finalisieren. Entsende deinen Lord mit der höchsten Handelsfähigkeit, um einen profitablen Handel abzuschließen. Super. Warte, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Tipp. Viele Aufgaben auf der Weltkarte können mit Hilfe von Boten erledigt werden, die direkt auf Befehle eines Königs agieren. Sie benötigen allerdings Papier, um die Nachricht zu überbringen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir müssen nicht zwangsläufig unsere eigenen Leute schicken. Wir können auch Boten schicken. Vielleicht ganz gut, wenn die irgendeinen Krieg erklären oder so. Los, Bote, erkläre ihnen den Krieg. Also. Handel. Kauft Schnaps. Also. Kaufen die jetzt Schnaps? Ne, wir verkaufen den Schnaps, ne? Weiß nicht, Lord, um das Abkommen zu finanzieren. Ernst, dein Lohn. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht Borodar gewesen, aber okay. Geschätzter Borodar, es ist mir eine große Ehre, ein Handelsabkommen mit dir zu schließen. Der Handel dient vor allem anderen Dingen als Friedenssicherung zwischen unseren Königen. Ah, dient vor allem, also zur Friedenssicherung jetzt. Gezeichnet und mit Siegel König Ramsosir. So, Ramsosir und du haben ein Handelsabkommen beschlossen. Beziehungen zu Ramsosir haben sich verbessert, plus 10. Das Startbudget des Partners wächst und seine Stadt wird sich weiterentwickeln. Als Teil des Handelsabkommens wird Ramsosir, die anbieten täglich 16 Schnaps für 62 Gold im Wert von 4 Gold pro Stück zu kaufen. Das ist okay, würde ich meinen, oder? Öffne das Handelsmenü, verkaufe Schnaps zum heutigen Angebot, schließe das Handelsmenü. Machen wir? Automatisch handeln. Ah, wir können sogar automatisch handeln. Sehr cool. Kehre zur lokalen Welt zurück. Also wir kehren wieder zurück. Super. Hey, das haben wir. Wunderbar. Das ist günstig. Ab am Freitag ein Schnaps für 12 Gold gekauft. Ja, also weißt du, wir sind hier frisch in der Produktion. Da musst du noch billig anbieten. Banditenangriff. Oh, heilige Sophia. Banditen haben sich an unsere Siedlung herangeschlichen. Wir müssen uns verteidigen. Glücklicherweise bleibt noch etwas Zeit, bis sie ihren Angriff starten. Öffne das Armeemenü. Armeemenü, okay. Zuerst musst du allerdings Krieger rekrutieren. Ich glaube, wir hatten 2 Krieger, oder? Klicke auf die Schaltfläche hinzufügen. Hier hinzufügen. Wir haben bereits einige Krieger, doch wir sollten unsere Siegeschancen erhöhen. Du kannst Sieger hinzufügen, indem du Sklaven freilässt, unzufriedene Bauern einlädst oder Söldner anheuerst. Neue rekrutierte Bauern und Sklaven werden von Todesangst ergriffen und flüchten bei den ersten Anzeichen von Gefahr. Während Söldner üblicherweise 1 oder 2 Tage brauchen, bis sie in deine Siedlung eintreffen. Das heißt, Söldner sind besser, aber Bauern sind halt nicht so mutig, aber sofort da. Glücklicherweise ist eine Gruppe von Söldnern in der Nähe deiner Stadt stationiert, die sofort angeheuert werden kann. Im Lagerhaus befinden sich auch noch einige Waffen, also lass uns deine Armee vergrößern. Bedenke, dass du der Kirche eine tägliche Steuer für deine Krieger bezahlen musst. Das Ausmaß dieser Steuer wird auf der Grundlage ihrer Fähigkeit berechnet. Heuere mehrere Söldner an. Also. Mehrere Söldner. Aha, guck, die sind teurer, aber dafür besser. Okay, naja, ich heue mal das an, was mir das Spiel empfiehlt. Truppen erstellen. Jede Einheit sollte von einem Lord befehligt werden. Je höher das in Führungsqualität, Fähigkeit, desto höher die Moral der Einheiten, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass deine Soldaten fliehen, sobald sie Schaden erleiden. Wähle außerdem jene Krieger aus, aus denen du
den Trupp bilden möchtest und lege deren Benutzerausrüstung fest. Die Verteilung der Waffen unter den Gruppenmitgliedern erfolgt automatisch, wobei Soldaten mit höheren Fähigkeiten qualitativ bessere Ausrüstung erhalten. Okay. Klick auf den Trupp erstellen. Also hier, wir machen eine Armee. Liu ist gut darin. Also machen wir das mit Liu. Beschiebe all deine Kriege in den Trupp, indem du sie anklickst. Anklicken, 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 anklicken. Bewege den zweiten Lord ebenfalls in den Trupp. Ah, sie kämpft jetzt mit, auch wenn sie nicht wahnsinnig gut ist. Bewaffne deinen Trupp. Bewaffne deinen Trupp, okay. Bei der Truppe, verfügbar. Achso, das ist das, was drin ist. Und hier brauchen wir jetzt, seht ihr das noch gut? Ja, die Kamera ist ja, als ob die Kamera perfekt hier reinpasst. Jetzt sehe ich hier, dass wir eine bestimmte Anzahl an Waffen und Rüstungen brauchen. Das heißt, wir packen sicher mal alle Waffen rein, ne? Warum nicht die Rüstungen? Erstelle 6 Krieger, 6 Waffen. Ja, aber wir könnten denen ja noch Rüstung geben. Na gut, ist halt das Tutorial. Warte jetzt, bis die neuen Krieger ihre Waffen aus dem Lager abgeholt haben. Benutze die Lasers, um die Zeit anzuhalten und fortzusetzen. Okay, wir machen mal auf langsam. Wir lassen die mal machen. Truppenverwaltung. Der Trupp wird direkt gesteuert und kann mit der rechten Maustaste verwaltet werden. Du findest das Menü in der linken unteren Ecke. Es ist Zeit, zum Angriff überzugehen. Wähle deine Truppen aus und klicke danach mit der rechten Maustaste auf das feindliche Ding. Also wir müssen die Truppen auswählen. Wo wähle ich die Truppen aus? Ach so, ich muss auf das Banner klicken. Auf das Banner klicken. Jetzt. Und dann Attack. Ja, dann gucken wir mal, wie viel sind das denn? Sieht mir nach 3 oder 4 aus. 3. Steht sogar drüber. Lol. So, Angriff! Los, los, los! Ah, der König ist geschützt. Sie ist auch geschützt. Mit Schild und allem. Mega geil. Let's go! Töte sie! Oh, da kriegt jemand XP. Ich kann da strategisch gar nicht viel machen, sondern die hacken einfach drauf. Ich muss die einfach zur Genüge gut ausrüsten. Yay! Liegt da eine Hand? Okay. Sieg! Der Banditentrupp wurde besiegt und seine Anführer bezogen. Deine Krieger erobern und nehmen die Überlebenden als Geißel, die von Bauern später zurück in die Siedlung gebracht werden. Okay, cool. Also wir machen Gefangene und so. Links unten ist Truppenmenü, da kannst du spezielle Befehle geben. Aha! Okay, da kommen wir dann später dazu, wenn wir dann selber mal spielen. Da sind ein paar Hände geflogen. Ja, es scheint so, ja. So, wechsel in die Weltkarte. Okay, Weltkarte. Jetzt ist es Zeit, sich um die Banditen zu kümmern. Klicke auf die Banditensiedlung. Ihr Menü wird sich in der... Aha, also hier ist unser Zuhause, ne? Und hier haben wir Rabenwald. Cooler. Und hier ist ein Banditencamp. Aktion, Angriff. Auf der lokalen Karte. Und diesen Trupp. 81%. Okay, dann müssen wir warten, bis sie das erreicht haben. Na, hier wird gehandelt. Ich lass mal schnell laufen. Ich sehe sie noch nicht laufen. Da gehen sie. Kann ich das beobachten eigentlich? Also kann ich zugucken?
Hier siehst du deine eigenen und die feindlichen Truppen sowie das ungefähre Stärkenverhältnis. Du kannst dich aus der Schlacht zurückziehen, wenn du der Meinung bist, sie nicht gewinnen zu können, die Schlacht automatisch austragen lassen oder deinen Truppen im Gefecht persönlich befehligen. Aha! Hier Autoschlacht oder selber... Oh, das ist gut! Mega! Schön! Ja, let's go! Sobald du den Angriff startest, klicke auf das Banner deines Trupps, um ihn zu steuern. Benutze die rechte Maustaste, um den ausgewählten Trupp zu bewegen. Rechts auf das Banner. So, okay. Dann kann ich zum Beispiel hier hin. Ja. Feuern, autorisieren, Bogenschützen, zurückbleiben, ergeben, auflösen. Ah, hier können wir ein bisschen was steuern, ne? Ja, ich lass mal laufen. Wir haben keinen Bogenschützen oder so. Feuer autorisieren. Feuern autorisieren. Bogenschützen. Laune 85. Ah, hier haben wir ein bisschen Infos. Hier können wir ein bisschen was steuern. Das ist ja cool. Los geht's. Tötet die Banditen, tötet sie! Ihr müsstet sie eigentlich umstellen. Ja, wenn man so hoch gepanzert ist, dann ist das mit den Banditen gar nicht so ein Thema. Da hat sich jemand ergeben. Gewonnen! Entsandt 7, gegen 3 gekämpft, tot 0-0, geflohen 0-0, entführt 3. Ach so, aber was will ich mit händelosen Arbeitern? Die schicken wir in die Weinproduktion, die können dann den Wein stampfen. Waldbanditenlager. Banditenlager zerstört, Beziehung zu Nachbarn plus 5. Einstellen gegenüber deiner Matriarchin plus 12. Also meine Frau ist happy darüber, super. Beute 75 und 3 Gefangene. Na, da bin ich aber mal gespannt. So, wir machen nochmal schnell Stopp. Hilfe. Du kannst während des Spiels jederzeit über das Hilfemenü Unterstützung in Anspruch nehmen. Manchmal erscheint hier auf der Basis deiner aktuellen Situation Tipps. Du kannst diese im Einstellungsmenü Escape deaktivieren. Einige Sekunden nachdem der Tipp angezeigt wurde, friert er an dieser Stelle ein und du kannst die Maus über den hervorgehobenen Wörter bewegen, um zusätzliche Hinweise zu erhalten. Also, schnell rausnehmen, damit ihr seht, was die Sache ist. Hier haben wir die ganzen Sachen, ne? Mit Tipps und so. Let's go. Super. So, du hast die Grundausbildung beendet. Um zu überleben und Nurland unter deiner Herrschaft zu einen, wirst du allerdings eine Armee brauchen. Und eine Armee kostet Geld. Treibehandel. Um Geld zu verdienen, jene Waren, mit denen du Handel treiben kannst, werden von Bauern in Werkstätten produziert. Die Zufriedenheit deiner Untertanen hat daher oberste Priorität, da du nur mit ihrer Hilfe Reichtum und Berühmtheit erlangen kannst. Bewege deine Maus über das rote Problemfähnchen in der linken oberen Ecke, falls du nicht weißt, wo du hingehen sollst. So, jetzt ist die Frage, machen wir von hier weiter nach dem Tutorial und versuchen selber noch ein bisschen? Oder starten wir einfach ein neues Spiel und gucken mal, wie das ist. Was meint ihr? Eine 1 in den Chat für Hauptmenü, eine 2 in den Chat für wir machen an dieser Stelle weiter. Ist das Free-to-Play? Nee, kommt am Donnerstag raus. Müsste am Donnerstag rauskommen. Für euch auf YouTube, je nachdem wann ihr es guckt, das Video, das wäre der 18.07.24. So, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, eindeutig fortsetzen. Nein, Spaß. Wir machen Hauptmenü. Und dann starten wir mal von 0. Finde ich gut. Also, Tutorial haben wir durch, wir wissen, wie es funktioniert. Dann würde ich sagen, neues Spiel. Mit Tutorial? Nee, ohne Tutorial, das haben wir ja schon.
Blender ist ein komplexes Spiel mit viel Zeit. Tutorial, ohne. Wir hatten ja gerade das Tutorial durch. Okay, cool. Also. Zwei Brüder und eine Ehefrau. Ah, hier haben wir Familienmitglieder. Ehemann, Ehefrau, Kind, zwei Schwestern. Ein Mann, zwei Brüder, Schwestern, Vater und Töchter. Ich würde mal sagen, wir machen mal normal. Ehemann, Ehefrau und Kind, oder? Wir starten einfach mal damit. Das ist eine gute Basis. Oder zwei Brüder und eine Ehefrau. Das ist eine gute Frage. Empfohlene Schwierigkeit. Nicht so empfohlene Schwierigkeit. Ah, das sind unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, ne? Ja, dann starten wir doch mal so. Zwei Brüder und eine Ehefrau. Mit Kind ist schwerer, weil es noch nichts kann. Ja, ich hab's gerade gesehen. Was ist denn eigentlich los mit meiner Nase heute? So. Eine Minute. So. Ich habe mir mit deinem Code für die Erstbestellung was bei Holy gegönnt. Danke dafür. Gerne. Übrigens, Hashtag Werbung, das gilt auch für YouTube. Wenn ihr... Moment. Wenn ihr Bock auf einen Energy Drink habt... Mal schnell hier rübernehmen. Ohne Zucker oder ein Energy Drink Ersatz, dann gönnt euch gerne Holy, ne? Ist wirklich geil. In der Beschreibung packe ich euch den Link rein und für euch auf Twitch ist es Ausrufezeichen Holy, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt. Mit dem Rabattcode könnt ihr noch ordentlich was sparen. Habe ich den Rabattcode irgendwo drin? Ja, warte, hier. Hier. Da seht ihr es, wenn ihr Bock habt. Das ist jetzt einfach ganz dreist Werbung. Mitten in dem Preview hier. Gut, also, wir legen los. Wir machen zwei Brüder. Kann ich die Namen eigentlich ändern? Könnte ich. Ah, hier könnte man Namen zuweisen, ne? Hier könnte ich euch die Namen geben. Manieren, Handel, Überzeugungsfähigkeit. Kann man hier noch Sachen umstellen? Ja, könnte man. Aber ich würde sagen, wir lassen das einfach laufen und wir starten mal, weil es ist eher als Preview gedacht. Das ist einfach, normal, schwierig. Okay. Ja, hey, wir starten mal hier, ne? Das ist schon okay. You can start the game as an independent province or immediately create your vassal kingdom by annexing neighbors. Yeah, that's okay. Funkenheim heißt das jetzt. Schwierigkeitsgrad einfach, wir haben gute Ressourcen, hier sieht man ein bisschen. Ah, da gibt's ganz coole Symbole, nett. Wir machen mal den hier in weiß. Muster machen wir anders. Musterfarbe machen wir auch mal schnell anders.
Ich habe eine Idee. Nein, das geht leider nicht. Kann ich das ändern? Warte, ich habe. Vielleicht geht das so rum. Nein, auch nicht. Sehr schade. Ich hatte gehofft, dass ich nur das Symbol ohne Dings hinkriege. So, machen wir das so. Das ist jetzt unser Königreich. Wir starten mal noch mit nix. Ja. Wir machen einfach weiter. Let's go. Szenario starten. Kann man echt viel einstellen. Schwierigkeitsgrad normal, friedlicher Modus. Da gibt es viele verschiedene Sachen. Das ist ganz cool. Vater des Schwertes, Deserteure. Wir starten mal so. Ein Mitglied der Adelsfamilie wurde während eines kürzlich erfolgten Überfalls auf deine noch junge Siedlung von Banditen entführt. Befreie die Person so schnell es geht. Ah. Machen die das? Ja. Nearly 200 years have passed since the end of the devastating religious war. The empire fell, and its former provinces eventually became barbarian kingdoms. The church managed to revive hope, and peace and prosperity reigned over the ruins of the former civilization. Over time, the influence of the church only grew. But history is cyclical, and power cannot remain in one's hands for long. Wars between kingdoms flare up one after another. Hunger and poverty force people to abandon their homes and seek refuge in neighboring settlements. Can your dynasty unite the kingdoms and halt the advance of the Dark Ages? From this moment on, history is written by you. Is written by me. Ja, aber wir schauen einfach mal ein bisschen rein. Preview-mäßig. Wisst Bescheid. Ja, ich bin super gespannt. Also, Anfang der Geschichte. Nurland im Jahre 2898 seit der Weltschöpfung. Schöne Zeitrechnung. 200 Jahre sind vergangen, seit das große purpurne Reich in den Flammen des religiösen Krieges zugrunde ging. Seine ehemaligen Provinzen wurden zu barbarischen Königreichen, die nur durch die Kirche der Mutter Sophia von ihrer gegenseitigen Zerstörung abgehalten wurden. Während die heiligen Propheten das bevorstehende Ende der Welt verkünden, nimmt der Traum von einem neuen Imperium in einem der kleinen Königreiche langsam Gestalt an. Hoffentlich in unserem. So. Start. Okay. Das sind die Hütten, wo die Leute zu Hause sind. Das habe ich richtig verstanden, ne? Schlafsaal, Adelshaus, Adelshaus, Adelshaus. Hier ist also die Königsfamilie drin. Dann haben wir hier einen Markt, aber da wird noch nichts verkauft. Oh, das ist 1:1 die gleiche Karte, ne? Und dann mache ich ja eigentlich fast das gleiche. Wieder. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen schnell eine andere Karte. Ist ja schade, wenn ich das... Ansonsten spiele ich das Tutorial einfach nach. So, neues Spiel. Wir machen wieder zwei Brüder. Das ist schon okay. Wir setzen das fort. Und anstelle, dass wir hier starten, starten wir hier. Ne, wir starten hier. Hier finde ich gut. Okay, ich muss das Symbol noch mal schnell ändern. So. Let's go. Gleicher Start, gleiches Dings, passt. Dann überspringen wir das schnell. Danke für die Info. Dann haben wir ein anderes Gebiet, das ist schöner. So,
Anfang der Geschichte, etc., etc. Das ist das, was ich vorhin schon vorgelesen habe. So, also, anderes Szenario, finde ich gut, sehr schön. Die Maus könnte ein bisschen schneller sein. Danke, viel besser. Okay, hey, wir haben voll viel Wasser um uns herum, sehr cool. Hier hinten haben wir sogar... Nice. Ich wollte mich noch ein bisschen umschauen. So, Neba, meine Frau ist gefangen genommen worden. Das geht natürlich nicht. Die müssen wir so schnell es geht befreien. Sehe ich eigentlich, wo die gefangen genommen wurde? Ja, hier in dem Maditencamp. Okay. Haben wir schon Krieger? Ja, wir haben 5 Krieger. Kann ich nur nicht einschätzen, wie groß das Camp ist. Habe ich hier Infos? Anzahl der Banditen, 6. Und wir haben 5 Krieger, das heißt, das würde eine knappe Sache werden, aber wenn wir uns gut ausrüsten, könnte das ja klappen, ne? Jetzt muss ich aber kurz gucken, wo sehe ich denn, wo habe ich mein Inventar? Finanzen, Produktion, Bauen, Dynastie. Okay, wir müssen sie zwar befreien, aber ich würde sagen, zuerst die üblichen Sachen, ne? Essen, Holz, etc. Das heißt, wir bauen die Sachen mal. Eine Mine. Ja, aber Eisen fördern wir ja noch nicht. Steckrüben, wir fangen mit Steckrüben an. Fruchtbarkeit 100%. Hier haben wir auch 100%. 100%. Weiß gar nicht, ob wir das so ganz präzise machen müssen. Ich denke, wir können das dann nochmal ein bisschen schieben, ne? Also theoretisch könnten wir den hier machen und dann müsste der so... Der so und dann käme der hier oben. Wir fangen einfach mal so an. Das ist 100%. Dann kriegen wir hier das Maximale noch raus. Hier so das Maximale raus und hier nochmal was raus. Das passt für mich, das ist gut. Falls ich jetzt mega krass da in die fette Produktion gehe. So, wir lassen die Leute ein bisschen machen. Ah, warte. Ich muss jetzt zuerst noch jemanden hier zuweisen. Produktion ist erhöht. Verteilt die Arbeiter an die Anweisung an die Arbeiter. Ja? Das, wir stellen das mal schnell um. Er hat nämlich 10. Ist besser. Ja, ist schon okay. Also schrei die Leute an, dass sie bauen sollen. Dann brauchen wir natürlich noch Holz. So eine Papiermühle hier. Irgendwo, wo ein bisschen Wald ist, würde ich meinen. Hier unten sieht gut aus. Hier oben sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, wir machen mal hier unten. Let's go. So, sollen die Leute arbeiten. Schrei sie an. Los. Ich habe gerade überlegt, ob... Ja, das machen wir noch einen Ticken lauter. Jetzt ist besser. Let's go. Brabbeln Sie, machen Sie. Schickt die Leute ran. Das muss schneller gehen, schneller gehen. Ich habe extra dich ausgewählt. Ja, es sieht so aus, als ob mein Bruder hier alles übernimmt. Miromir. So, Moment. Ja. Muss ich schnell überlegen. Bis zu wie viele Sachen kann er eigentlich machen? Das weiß ich nicht mehr. Sehe ich das irgendwo? Die Knochen prophezeien Verlust, Aberglaube. 7 bis 10 waren es. Okay, abhängig wahrscheinlich von gewissen Faktoren. Ja, schimpf mit denen. Die müssen echt schneller arbeiten. Hier Bonus. 52%. Sehr cool. So. Ach, das ist fertig.
man kann das aufwerten. Ein zusätzlicher Berufsslot. Die Effizienz der Produktion erhöht sich um 10. Schön. So. Eine Brauerei haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt auch eine Brauerei machen. Dienstleistung, Halle, Taverne. Ein Drogenhändler. Okay, der verkauft Nektar. Ein Altar. Steckrüben, Mine, Produktion, Mühle, Brauerei. Ah, hier, Produktion. Produziert den guten Stuff. Jetzt ist die Frage, wo machen wir das? Wird alles hier eingelagert in der Halle? Weil ich gerade überlege, ob dann die Laufwege auch relevant sind oder nicht, ne? Oh, Produktion, Werkzeuge, Mehl. Das wird noch richtig komplex. Ja, ich mache die Brauerei einfach mal daneben. Dann können sie ein paar auch direkt hier hinbringen, oder? Ja, wir machen das einfach mal da. Das ist sicher nicht verkehrt. So. Ich müsste noch wissen, wo mein Inventar ist. Ah, hier. Streitkolben haben wir einen. Schwere Rüstung haben wir einen. Wir haben 3 Bögen. Hier. Das ist natürlich zu wenig. Wir müssen die gute Dame befreien. So, Arbeiter zuweisen. Ja, mein Bruder muss alles übernehmen. Für was bin ich eigentlich da? 8 im Kampf. Ah, wir sind ein Kämpfer. Immerhin. Mein Bruder ist der bessere Händler. Überzeugungsfähigkeit. Überzeugungsfähigkeiten bestimmen die Effektivität der Aktion mit der Beeinflussung anderer Personen zusammenhängen. Unter Missetaten bestechen und andere intrügen. Jetzt wissen wir, warum er König ist. Und der eine ist der Fleißige und der andere ist der überzeugt. Und der kämpft. Drohen und beschwichtigen, drohen und beschwichtigen. Das ist das Motto des Königreichs. So, Produktion haben wir jetzt noch. Ah ja, wir müssen jetzt natürlich herstellen. Machen wir produzieren bis... Kann ich auch eine Zahl eingeben? Nein, aber ich kann mit Shift wahrscheinlich springen. Sehr gut. Erforderlich. Ah, so viele haben wir nicht. Wir machen mal 50. Bis 50. Da schimpft er wieder mit allen. Ihr müsst schneller arbeiten, schneller arbeiten. Es ist so gut. Cool. So, ich muss kurz gucken. Was ist die 4 denn? Ah, bau ein Holzfällerlager. Ja, das haben wir ja. Okay, haben wir gemacht. Die Leute können nirgends beten. Taverne funktioniert nicht. Wir brauchen eine Kaserne. Aha, da hat jemand ein Dings, wo angezeigt wird, was Sache ist. Das ist ja cool. Eine Armee. Wir brauchen eine Kaserne. Dafür bräuchten wir Eisen. Also, die Leute können irgendwo beten. Das heißt, wir machen mal schnell einen Altar, wo die Leute beten können, zur Sophia. Ich würde sagen, direkt hier daneben. Ah, guck an. Hier kommt der Händler. Wer ist eigentlich am besten im Verhandeln? Auch mein Bruder. Die heilige Karawane. Heilige Karawane Wirtschaft, verstanden. Ja, das habe ich schon gecheckt beim letzten Mal. Beim Tutorial. So, also warte, jetzt schicken wir ihn ja zum Handeln. Wie ging das jetzt nochmal? Super, jetzt ist er angekommen. Wir haben Ringe. Das Problem ist, ich habe nicht mal... Also wir bräuchten eigentlich mehr Rüstung, ne? Ah, hier gibt es sogar noch kulturelle Unterschiede.
Interessant. Wir haben noch ein bisschen Ale hier. Wir haben leider noch nichts groß produziert. Wir könnten ein bisschen Holz verkaufen. Was ich gar nicht mehr so schlecht finde, weil ganz so viel Holz brauchen wir nicht. Damit wir wenigstens ein bisschen Geld reinkriegen, oder? Mehl und so, das behalten wir alles mal. Ich würde eigentlich gerne eine Rüstung... Ah, plus 10, weil er ein besserer Verhandler ist. Sehr schön. Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass einer meiner Könige, also dass der eine König oder sein Bruder stirbt. Und ich würde halt gerne... Geht das nicht? Hat er die nicht? Ah, verbessere deine Beziehung zum Matriarchen um 50, damit die heilige Karawane dieses Produkt zum Verkauf anbietet. Wir kriegen das gar nicht. Okay, Kohleofen, Hopfenfeld. Dann können wir Bier produzieren. Kräuter. Bauernhaus, Tempel. Wir machen mal Hopfen und handeln das mal. Ja, das ist gut. Marktnachfrage, passt schon. So. Chat und auch YouTube, wie findet ihr die Idee mit dem Preview? Also, dass ich ein neues Spiel einfach mal so, zack, wir spielen mal 3 Stunden, 4 Stunden oder so, oder 2 Stunden, je nachdem, was es hergibt. Und dann gucken wir mal, ob es was taugt. Wenn genug Leute sagen, hey, mega geil, machen Let's Play von, dann mache ich ein Let's Play von. Ist das eine gute Idee, schlechte Idee? Da habe ich einfach mal Feedback. Auch für euch auf YouTube. Gerne einfach mal in die Kommis schreiben, damit ich da ein bisschen Bescheid weiß. So, die Leute können nirgends beten, da arbeiten wir gerade dran. Aber es ist jetzt abends. Ne? Jetzt wieder alle pennen. Karawanenschild noch da. Ja, immer noch eine Geisel. Also wir hätten die Waffen, aber ich hab halt ein bisschen Schiss wegen der Rüstung, ne? Weil es sind sechs Banditen. Warum pennen die außerhalb? Ach so, das sind meine Soldaten. Die können irgendwo schlafen. Oder? Sind das meine Soldaten? Ja, scheiße. Ja, die erste Nacht war eine harte Nacht, um sie zu testen. Ah, es gibt sogar Patrouillen, die wir aufstellen können. Ist ja cool. Na, die Kaserne machen wir nochmal hier. Nachtpatrouille, Tagespatrouille, ne? Dass, falls wir vom Banditen angegriffen werden, dass die dann patrouillieren, das ist ja cool. Dienstleistung, Bibliothek, dann bräuchten wir viel Holz. Adelshaus, Schlafsaal, falls wir mehr Leute bräuchten. Bewohner 10. Ja, verstehe. So, also das mit dem Beten wird gemacht, die Kaserne wird gemacht, die Taverne funktioniert nicht. Ja, das liegt daran, dass wir keine haben. Wo ist... Hier. Ah, nee. Die Taverne funktioniert nicht, weil da arbeitet niemand, oder wie? Nein, das ist ein Markt. Hier ein Markt und da eine Taverne. Ja, wir machen die Taverne einfach mal hier rein. So, die Leute können jetzt irgendwo beten, wunderbar. Muss ich da auch noch bei jemandem zuweisen? Nein, hier muss ich auch niemanden zuweisen. Okay. Ich würde sie gerne befreien, aber es geht gerade nicht. Königliche Ambitionen. Der König beschließt, dass es an der Zeit ist, jene Ambitionen zu verlautbaren, welche die Zukunft deiner Adelsfamilie bestimmen werden. Fruchtbar. Je mehr Bevölkerung, desto mehr Stärke. Erhöhe die Bevölkerung der Provinz um 61 Einwohner. Empfohlen. Eroberer, mache sicher, dass
Kann ich hier... Ah. Mache sicher das Wohlergehen der Dynastie, folge deinem König drei Vasallen hinzu. Okay. Also wir können auch Vasallen haben, ne? Wenn unser Königreich groß genug ist, können die andere unterwerfen, dann sind sie unsere Vasallen. Holt mich total ab, ne? Einiger, wir sind nur stark, wenn wir uns gegenseitig helfen. Erweitere deine Allianz der freien Städte auf drei Provinzen. Wirtschafter, deine Provinz entscheidet alles. Erreiche eine Tagesproduktion von... Ja. Wir machen zuerst mal fruchtbar. Ehrgeiz, alle Könige haben Ambitionen. Wenn diese nicht verfolgt werden, beginnt sich der König mit der Zeit wie ein Versager zu fühlen. Kann er sie jedoch umsetzen, erhält er deutliche Moralsteigerung. Okay. Königliche Ambitionen. Ehrgeiz. Alle Könige haben Ambitionen, diese nicht verfolgen werden. Wenn diese nicht verfolgt werden, beginnt sich der König mit der Zeit wie ein Versager zu fühlen. Er kann... falls du Ambitionen auf dem Gebiet der Produktion ausgewählt hast, musst du Wissen studieren und weitere komplexe Gebäude errichten, in denen du teure Waren produzieren kannst. Ambitionen in Sachen Bevölkerung werden durch die Erfüllung der Bedürfnisse von Bauern erfüllt. Wohnraum, gutes Essen und guter Alkohol. Ja, mehr Bevölkerung. Das heißt, wir brauchen sicher gutes Bier, gutes Essen. Dann kommen mehr Leute zu uns. Politische Ambitionen können erreicht werden, wenn Staaten unter der Führung eines Königs entstehen. Klicke auf eine Stadt auf der Weltkarte und sieh im Abschnitt Politik nach, ob du diese Provinz entweder in die Vassalität zwingst und sie in dein Königreich eingliederst oder eine Allianz mit ihnen begründen solltest. Staubtal, ja. Cool. Preview finde ich gut. Vielleicht am Ende noch ein kleines Fazit dann. Ja, ein Fazit wäre ja fast schon ein Review. Und das möchten natürlich die Entwickler noch nicht, weil die Spiele ja teilweise noch nicht fertig sind, wenn man schon vorab Zugriff hat, was ich durchaus verstehe. Deswegen bleibt es bei einem Preview. Aber wenn sich bei anderen Spielen ein Fazit am Ende ziehen lässt, klar. Wenn es erlaubt ist natürlich. Hier in dem Fall wäre es nicht gerechtfertigt, weil natürlich bis Release... Oder wenn man die Spiele im Vorfeld spielt, ist immer wichtig, dass da kommt immer noch was dazu. Da werden auch Sachen gefixt und so weiter und so fort. Okay, ja, ich finde es schön, dass das positives Feedback ist. Gut. So. Los, die Taverne. Brauche ich da jemanden? Ah, ich kann sogar anwählen, bau zuerst dies. Super. So, also wir haben eine Kaserne. Da sind Leute drin. Ich muss mal kurz meine Armee angucken. 3-3, also das sind 5 Mann. Die könnten theoretisch den König kämpfen lassen. Bei der Truppe. Wir haben doch 2 Rüstungen. Hat der König immer eine Rüstung an? Lass mal schnell stecken. Ah, die haben alle eine Rüstung. Der König hat eine schwere Rüstung. Miromir hat eine schwere Rüstung. Ja, Chat, was meint ihr? Gehen wir meine Frau befreien hier unten? Ich habe das Gefühl, Banditen fordern eine Lösung in Ausmaß von 644. Die könnten auch Lösegeld zahlen. Aber was wäre das für ein Signal? Schlachten? Meint ihr, wir schaffen das? Also gut. Wir probieren es aus. Es ist gut in der Führung. Wir nehmen die alle dazu. Wir könnten eigentlich noch ein paar Söldner anheuern, oder? Obwohl Söldner anheuern wahrscheinlich teurer ist. Ah, nee. Wir heuern ein paar Söldner an. Nicht allzu teure. Wie viel verlangen sie? 600.
Ja, wir machen das folgendermaßen. Wir holen den hier. Es geht vorerst mal um Masse. Für etwa 300. Für etwa 3 holen wir den noch ran. Wir kriegen wieder den 27 Stunden eintreffen. Sehr gut. Habe ich überhaupt genug Waffen? 3, 3, 6. Also der bringt selber schon Waffen mit. Ja, die Söldner kommen in den ersten paar Tagen zu dir. Das macht ja nichts. Steuern auf Krieger. Die Kirche erhebt Steuern auf deine Krieger und nutzt die Mittel, um die Sicherheit auf der Straße zu gewährleisten, weshalb Lords ohne Angst vor Banditenangriffen zwischen Städten reisen können. Das Ausmaß hängt von der gesamten Kampffähigkeit deiner Krieger ab. Die Steuern werden täglich berechnet und bis zum Eintreffen der heiligen Karawane addiert. Das Ausmaß der Steuern für einen einzigen Krieger berechnet sich aus dessen Kampffähigkeit zu Zeitpunkt der Rekrutierung und erhöht sich nicht, wenn diese im Laufe der Zeit weiter ansteigt. Tipp, solltest du deine Finanzen stabil sein, ist es ratsam, schwächere Krieger zu rekrutieren und sie am Übungsgelände auszubilden. Mit steigender Kampffähigkeit wird die Steuer dennoch noch nicht erhöht. Ja, aber ich kann sie ja nachher wieder entlassen, oder? So, wir warten den Tag, bis sie ankommen und dann können wir unsere Leute losschicken. Dann haben wir genug, die da kämpfen. Ich würde behaupten, das ist eine gute Idee. Sind die Steuern eigentlich Bewohner 5? Das ist eine Arbeiter nochmal. Da wir gerade eh nichts haben, bauen wir doch noch einen zusätzlichen Schlafsaal. Kann ich eigentlich einen Kerker machen? Ah, da müsste einer meinen. Okay, warte mal schnell. Lords, die von ihrer Familie enterbt wurden und sich danach keinem neuen Adelsgeschlecht angeschlossen haben. Sie treffen mit der heiligen Karawane ein und können mit heiligen Ringen angeheuert werden. Vesta. Eine Frau für meinen Bruder. Wenn sie in Rekrutierung abwarten, steht sie am Eingang der Halle. Der Vertrag hielt 10 Tage lang, danach verlässt der Lord die Siedlung. Bei Lords können beliebige Aufgaben zugewiesen werden. Lehren, Feldzüge gegen Banditenverwaltung von Gebäuden, Handelstätigkeiten und vieles mehr. Wenn sich ein angehörter Lord mit einem König anfreundet, kannst du ihn dazu einladen, Teil deiner Familie zu werden und ihm einen Titel gewähren. Okay. Sehr cool. Verlegen. Ah, wir können die Gebäude auch verlegen. Cool. So, also, ich wollte noch einen Schlafsaal bauen, falls doch noch mehr Leute kommen. Ah, ups, warte. Ich will es auf der gleichen Höhe haben. So. Wunderbar. Ja, die sind gerade noch auf dem Weg. Das dauert jetzt noch ein Momentchen. Ich wollte eigentlich noch gucken, wer von denen intelligent ist. Beide strunzdoof. Meine Frau wäre intelligent. Also die soll das Buch dann studieren, aber erst, wenn wir sie befreit haben. Das heißt, am nächsten Tag kommen die Krieger an. Dann, ne? Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Waffen kaufen, weil die drei Krieger, die zusätzlich noch kommen. Ist Bescheid. So, heilige Karawane. Der Bruder handelt da wieder. Was macht ihr denn? Es ist eine kurze Versammlung gewesen. Witzig. Ja, jetzt wird zuerst getrunken. Dann geschlafen und gehandelt wird wahrscheinlich erst morgen.
Eure einen Lord für 10 Tage an. Du kannst ihnen dieselbe Aufgaben zuweisen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir das wollen. Also wir könnten sie natürlich anheuern und mein Bruder könnte sie dann vielleicht, also wenn sie gute Beziehungen haben. Ja. Vielleicht, vielleicht. Die Ausrüstung geht auch kaputt, also schade nicht Reserve zu haben. Super zu wissen. Machen wir noch einen so, noch zwei davon. Wir machen keinen Überschuss von Schnaps, ne? Was? Ja, wir kaufen mal noch eins auf Vorrat. So handeln wir. Gut. Ja, ich würde sagen, wir laden sie zuerst mal noch nicht ein. Da kommen sicher häufiger immer mal wieder Leute. Obwohl, ich wollte mal kurz gucken. Es hat keine sehr gute Beziehung zu Miromir. Die Beziehung zwischen den beiden beträgt aktuell 0. Eine Unterhaltung unter Personenwissen mit der doppelt so Wahrscheinlichkeit können nach dem normalen Gespräch. Grundwissen grau. Ich würde sagen, wir forderlich 25. Aha, wir können also keine Unterhaltung führen. Wir müssen sie zuerst anheuern. Die Angebote der Bücher ändern sich mit jeder Karawane, gut zu wissen. Wo schlafen die Holzfäller draußen? Also hier haben 10 Leute Platz, aber trotzdem schlafen die teilweise draußen. Ja. Ja, jetzt geht's sie. Tschüss! Ich habe andere Pläne. Wann kommen die Krieger? Nachmittag, dachte ich. Bücher werden nicht studiert. Ich weiß, ich muss zuerst meine Frau befreien. So, dann haben die Leute hier endlich ein zweites Zuhause. Ich bin trotzdem eins zu weit. Oh Mann. Verlegen. Ja, verleg die Summe 1 nach vorne, bitte. Es scheint so, als ob wir nicht genug, also wir produzieren hier schon, aber es reicht nicht, ne? So, in 3 Stunden kommen sie an, super. Schicken die dann die Leute los und in der Nacht wird geschlachtet? Überraschen wir die Banditen am Abend? Ein guter Plan, oder? Sehr gut. So, wir stellen die Armee zusammen. Wir machen 4 Bogenschützen, 5 Nahkämpfer plus der König. Nein, wie dann man das so? Schilde haben wir leider nicht. So. Können desentieren und Dorf verlassen, wenn die Laune unter 25 ist. Krieger mit guter Laune über 80 haben im Kampf eine höhere Tapferkeit und eine höhere Chance, zu Loyalisten zu werden. Was ist ein Loyalist? Zufriedene Bauernkrieger und Lords können eine innige Liebe zum König entwickeln und Loyalisten werden. Man erkennt sie an ihren Kronenanhänger. Eigenschaften von Loyalisten. Loyale Lords können nicht bestochen oder verführt werden. Ihre Loyalität ist stets auf dem Maximalwert. Die Produktivität von loyalistischen Bauern ist um 30% erhöht. Loyalistenbauern können nicht zu Vagabunden werden.
In ihrem Herzen ist nur Platz für ein einziges Idol. Für mich! Okay. Loyalisten können ihn zu Fanatikern. Fanatiker dagegen nicht zu Loyalisten werden. Ah, okay. Das heißt, es gibt auch religiöse Fanatiker wahrscheinlich. Gut zu wissen. Loyalisten bauen streben danach, in der Armee des Königs Kriegsdienst zu leisten, da Todesängste für sie ein Fremdwort ist. Sie sind zufrieden, wenn sie im selben Trupp wie der König dienen können. Wenn Loyalisten unzufrieden werden, können diese Eigenschaften verloren gehen. Gibt es viele unzufriedene Loyalisten, können sie einen Aufstand anzetteln und den Fanatikern die Gesamtschuld zuweisen. Okay, ey, coole Sache, Mann. Das Spiel ist so... Es sieht nicht komplex aus, aber es ist viel komplexer als auf den ersten Blick. Sehr, sehr cool. So, wir haben 10 Krieger, sind 6 Banditen. Ich würde sagen, die Armee ist ready, oder? Sind das alle? Kampf 8, dann 10. Wir gehen meine Frau befreien. Aktion. Angriff. Aber wir könnten sie auch bestechen. Angriffe auf deine Siedlung werden für die nächsten 7 Tage eingestellt. Auf der Weltkarte, auf der lokalen Karte. Los. Siegeswahrscheinlichkeit 67%. Armee entsenden. Angriff! Krieger sind bewaffnet und bereit. Dann los. Ah, hier sehe ich, was drin ist. In the Garrison. 3 bis 5 haben sie. Ja, also. Los geht's. Achso, wir gehen zuerst pennen wahrscheinlich, ne? Weil Abend ist. Wir greifen morgen an, ich bin müde. Ja, gut. Okay. Dann halt. Nö, ist Nachtangriff. So wie ich das wollte. Sehr gut. So, wie konnte ich das jetzt nochmal selber steuern? Gar nicht. Ah, er muss zuerst ankommen, ne? Achso, ich muss draufklicken. Ja, wir könnten es automatisch oder Rückzug. Was hat er denn hier? Ausrüstung, Laune. Ist ein bisschen besser. Ja, wir kämpfen los. Warum ist die Laune eigentlich so tief? Kann ich das irgendwie nachgucken? Nein. So, das sind meine beiden König und der Bruder des Königs. Wir haben ein paar Bogenschützen. Bogenschützen. Feuer automatisieren. Bogenschützen, Schütze. Ah ja, dass die zuerst schießen soll, genau. Ey, sehr cool, okay. Wir schießen aus der Distanz zuerst. Das heißt, wir schwächen ihn. Behandlung von Wunden. Manchmal sind Wunden lediglich Blutergüsse oder kleine Schnitte. Tiefe Wunden können allerdings gefährlich sein, da sie sich binnen weniger Tage entzünden können und es zu Wundbrand kommen kann. Okay. Wundbrand ist unheilbar und tödlich, weshalb betroffene Personen in diesem Stadium bald sterben werden. Um dies zu verhindern, müssen sie mit Heilsalbe behandelt werden, ehe es dazu kommt, verwundete Personen machen dies manchmal von selbst ohne dein Eingreifen. Heilsalbe wird in deinem Lagerhaus aufbewahrt. Verletzte Lords und Krieger können sie im Bedarfsfall selber dort abholen. Es ist äußerst wichtig, stets einige Flaschen Heilsalbe auf Lager zu haben. Gut, werden wir... Ja, naja.
Wie schaffen wir das? Ah, der verarztet sich gerade selber hier. Wie schaffen das? Wie schaffen das sowas von? Ergebe dich! Okay, er wollte sich gerade ergeben. Wir haben gewonnen! Also, 10 haben wir geschickt gegen 6. 0 bei uns, einer gestorben, geflohen sind 2, entführt sind 3. Banditenlager zerstört, Beziehung zu Nachbarn plus 5, Einstellung gegenüber deiner Materialien plus 12. Nur plus 12, wir haben sie befreit, hey, hallo. Super. Die Geißel Neber wurde befreit und wird bald wieder in deine Stadt zurückkehren. Sehr schön. So, die Krieger können zurück. Silberhafen. Ja, wir gehen zurück zu Silberhafen. Huch. Okay, wir haben Sklaven. Sklaven sind in der Schlacht gefangen genommene Krieger oder ehemalige Vagabunde, die für ihre Verbrechen bestraft wurden. Sie benötigen spezielle Behandlung. Okay, Sklaven arbeiten 3 Stunden länger als freie Bauern, weshalb die Produktivität gesteigert wird. Sie müssen nicht mit Gold bezahlt werden, legen ihre Verbrauchsgrenze im Finanzmanifest. Sklaven leben in Kerkern. Das Wissen für die Verwendung von Sklaven wird für deren Bau benötigt. Ja. Sklaven, vor allem die Unzufriedenen, wagen manchmal Fluchtversuche, platziere Patrouillen in der Nähe der Kerker und ihre Arbeitsplätze. Ach so, da kann man einen kleinen Knast zusammenbauen. Voll gut. Unzufriedene Sklaven können Aufstand anzetteln, ja, wenn es zu viele sind. Ein befreiter Sklave erfreut sich an seiner Freiheit und wird möglicherweise zu einem tapferen Krieger. Ja, wir lassen die aber zuerst mal ein bisschen arbeiten, würde ich meinen. Wir müssen Buße tun dafür, dass wir eine Frau entführt haben. Jetzt müssen wir kurz gucken. Sie kommt zurück, ne? Super. Dann kann sie das Buch studieren. Patrouillen. Du kannst Patrouillenkrieger zuweisen, indem du Tag- und Nachtpatrouillenbanner aus dem Baumini-Armee unter platzierst. Okay. Jeder Patrouillenbanner verfügt über einen Patrouillenbereich in der Wache. Okay, also wenn wir das machen, ist es einfach ein Bereich. Ja, das ist schon okay. So. Die Armee kann ich. Muss ich nicht mehr. Steuern auf Krieger. Kann sich nicht bewegen. Ja, also die zusätzlich Angeheuerten kosten mich jetzt halt auch Unterhalt. Das heißt, wir müssen immer wieder gucken, dass wir genug Geld reinkriegen. Die Frage ist, ob es mehrere Banditencamps noch gibt, auch bei den Nachbarn, die wir dann vielleicht auch noch machen. Weil ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein bisschen zu viele Krieger angeheuert. Das ist finanziell nicht so sinnvoll gewesen. Bücher werden nicht studiert. Ja, so. Aber jetzt ist ja meine Frau da und die ist sehr intelligent. Deswegen habe ich sie geheiratet, weil ich bin strunzdoof. Also ich habe nur Schnapsideen. Das liegt wahrscheinlich auch an der ganzen Sauferei. Und sie kann jetzt hier Mine, nein, Hopfen, ja, Kopie anfertigen, lernen. Wir haben mehrere Bücher? Ah, Tatsache. Roggen und Mühlen, Hopfen und Bier. Lernen Sie das? Errichte eine Bibliothek. Ah, wir müssen zuerst eine Bibliothek bauen dafür. Gut. Kann ich die eigentlich drehen, die Häuser? Ich glaube nicht, ne? Ich will die Bibliothek eigentlich hinter dem Adelshaus. Very gut, very gut. So, Schnaps. Ich habe das Gefühl, wir müssen die Schnapsproduktion eigentlich nach oben treiben, damit ich ein bisschen was verkaufen kann. Außenhandel. Der Handel mit einer Karawane ist in gewisser Hinsicht begrenzt, weshalb du stets mit Nachbarn auf der Karte handeln kannst, indem du über das Menü der Nachbarprovinz Verträge unterzeichnest, die 10 Tage gültig sind. Okay. Ja, das hatten wir eigentlich schon gelernt. Ja? Nachbarn, ja, ja.
Beziehung plus 10, minus 7. Warum minus 7? Reicher als ich. Okay. Weil wir reicher sind als er, ist ein bisschen sauer auf uns. Schön. Dümmer als ich. Der hat Freude an uns, weil wir sind dümmer als er. Ja, wir könnten eigentlich da hochhandeln, ne? Ah, hier sehen wir, das sind die Symbole, was die brauchen. Also, das geht rein und das geht raus, ne? Das geht raus. Geht raus. Die bräuchten also theoretisch diese Blumen. Das sieht mir nach Roggen aus. Ja, aber da können wir nicht richtig hinhandeln. Das macht noch nicht viel Sinn. Das heißt, wir müssen das eigentlich studieren. Okay, wir bauen die Bibliothek auf. Let's go. Oh, hier, cool. Gerüchte einer neuer Ketzerkult im nördlichen Wald. Reisen und Händler erzählen von einem Kult, der sich unter den wilden Stämmen der nordwestlichen Wälder rasch ausbreitet. Manche halten ihn für die Überreste einer ketzerischen Sekte namens Katai... irgendwas? Andere sprechen gar von Menschenopfern. Wie wird das ausgesprochen? Kainiten. Ja doch. Jedenfalls hat die Inquisition beschlossen, eine Mission in diesen Lande zu entsenden, um potenzielle ketterische Aktivitäten im Keim zu ersticken. Na, da bin ich mal gespannt. Ah, warte schnell, das Wissen noch. Hopfen und Bier. Etwas, was ich wissen will. Der Banditenanführer möchte verkaufen 6 Sklaven für 72 Gold im Wert von 12 pro Sklave, mindestens bei einer Karawane 50. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Angebot, oder? Also, was ist das für eine... Habe ich eigentlich mehr Info? Nein? Ah, hier sehe ich es. Mehl. Eine Art von Nahrung wird in der Mühle produziert. Kräuter. Ah, das sind die Kräuter. Ich vermute, dass er das braucht. Also ich nehme an, er braucht Kräuter. Kommt der König zu mir jetzt? Was braucht der? Hopfen. In Richtung Hopfen könnten wir gehen, oder? Wenn wir hier über das Wissen gehen, können wir Hopfen und Bier lernen. Neva, die Klügste bei uns. Gut. So, was haben wir noch? Ein Lagerhaus. Naja, warte mal schnell. Ich hatte doch eigentlich noch... Ah, die Finanzen, genau. Das habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Schnaps 14. Einheit pro Preis. Maximal. Wo haben wir denn die Löhne? Die Bauern. Also, wir zahlen den Bauern... 5. Wir gehen hier mal auf 6 hoch und Schnaps. Also sie können sich Steckrüben und Schnaps in den Hals stecken, wenn sie wollen. Mehl ist ein bisschen teurer. Und Bier ist halt auch teurer. Wir müssen halt ein bisschen Steckrüben, also wenn sie das Gute kaufen wollen, dann ja, machen wir es so. Damit sie sich alles leisten können. Miromir hat einen Heilsalbe benutzt, wunderbar. Dann geht er nicht drauf. So, warte, ich wollte die Fanatiker angucken. Wo waren die denn? Warte,
nördlich irgendwo, hä? Ja, vielleicht nördlich hier. Das ist zumindest rot, das sieht ja gefährlich aus. Wir können verkaufen, wir können sie aber auch angreifen. Wie viele sind denn hier drin? 3 und 1. Also wir könnten theoretisch... Die Frage ist, also er hat Sklaven. Das heißt, wir könnten ihn eigentlich angreifen, die Sklaven befreien und vielleicht arbeiten die dann für uns. Wollen wir das versuchen, Chat? Ist das eine Idee? Ich meine, wir haben viele Krieger. Die sind gerade untätig. Nordwind zahlt Tribut. Tribut eingebracht. Der Dorfvorsteher von Nordwinden hat Tribut im Gepäck. Wird diese nun in dein Lager? Was? Ach so, warte, die anderen. Stimmt. Die Nord. Die. Ach, die zahlen mir auch Tribut. Ist das schön? Ja, ich würde sagen, das machen wir mal, oder? Ich versuche das. Wir greifen die an. Müsste erst die Armee ausheben, wahrscheinlich. Bitte entschuldige. So. So. Ah, hier sehe ich die Konsequenz. Das Banditenlager wird zerstört. Wenn im Lager Geiseln gefangen gehalten wurden, werden diese im Fall eines Sieges befreit. Beziehungen zu aus diesem Land plus 5. Beziehungen zu Machmann und Bischof werden sich verbessern. Also, wir greifen sie an. Lokal. Jawohl. Los. Ich finde die Idee gut. Wir haben ja Platz, theoretisch. Alter, wie viele Arbeiter haben wir denn? Wir machen hier noch einen Schlafsaal hier. Let's go. Weil die Sklaven könnten dann ja befreit werden und für uns arbeiten und sind dann dankbar, dass wir uns leben können, würde ich mal meinen. Weil die wurden ja wahrscheinlich auch gefangen genommen von den Banditen, die wurden da nicht. Also. Wenn der Händler kommt, versuche ich noch einen Kerker zu bauen, dass wir diesen einen gefangenen Sklaven da noch reinschmeißen können. Was ist das denn? Ein Wolf? Oh oh. Meine Krieger sind gerade weg. So, das dauert jetzt ein Momentchen. Ich hoffe, er ist nicht böse, wenn ihr auf sein Land gehen mit Kriegern. Oh, vielleicht hätte ich einen Zugang anfragen müssen. Wir werden es gleich sehen. Unbefugtes Betreten. Wir könnten sogar versuchen, den zu unterwerfen. In den Norden handeln, in den Westen expandieren. Aha. Naja, da müsste ich wieder mehr Krieger stellen. Das könnte auch voll in die Hose gehen, ne? Ja, neues Wissen erlangen. Super. Die Mine, Hopfen und Bier. Das ist das, was sie weiß. Ach so, mein König hat das bereits gelernt mit der Mine. So smart. Bewahrung von Sklaven. Lernen. Neba, mach das mal. Die soll sich um die gratis Arbeitskräfte kümmern. Schön. Ich glaube, dir gefällt das Spiel genauso wie uns. Ich habe Freude dran. Let's go! Feuern autorisieren. Also, dann bin ich mal gespannt. Angriff! Ja. Wir haben halt ein paar Bogenschützen.
Ja, die sind verwundet. Unsere Bogenschützen scheinbar besser sind. Wenn er fällt, gehen sie voll auf die Bogenschützen. Dann ist die Sache eh klar. Der feindliche Kommandant hat sich ergeben. Sehr gut. Er geht auf den Rest los hier. Los, los, ihr müsst da drauf. Schneller. Er hat sich ergeben. Er wurde noch von einem Pfeil niedergestreckt. Ich ergebe. Das ist passiert. Er hat die Hände gehoben oder der Pfeil flog schon. Weg ist er. Aha, die Bogenschützen treffen teilweise auch die eigenen. Da müssen wir uns drauf achten. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Entsandt. 10, 4, tot 2, entführt 2. Sehr gut. Beziehung zu Amentra, ja. Aber müsste ich jetzt nicht. Ah, die Sklaven kriegen wir nicht, ne? Statistik. Ja, da beschäftige ich mich dann mal ausführlich damit, wenn ich dann wirklich ein Live-Let's Play mache. Da ist jemand unzufrieden. Warum bist du unzufrieden? Mittelmäßig erschöpft. Nahrung, Ruhe, Frömmigkeit. Ja, aber ihr könnt ja hier beten und alles. Wir brauchen Kasernen. Warum Kasernen? Wir haben doch genug Leute. Wir haben genug Platz da drin. So, ein Hopfenfeld. Aha, das ist immer alles das Gleiche. Das ist einfach der fruchtbare Boden hier. So ist das aufgebaut. Wir machen das mal schnell so. Nimm nicht die Mühle. Der Grüben machen wir dann hier oben noch. So. Dann bauen wir hier das. Wir haben das Feld einigermaßen gebraucht. Wir haben, glaube ich, noch mehrere Felder. Ich glaube, hier unten links war eh nur noch. Ja, hier hätten wir noch ein bisschen was. Das ist überschaubar. Ja, sehr angenehm. Der Traum des Imperators, die letzte Schlacht. Heute Nacht erschien mir der letzte Imperator Maximilian im Traum. Die liebende Familie hat mich verraten. Sie haben sich von den Lehren der Mutter Sophia losgesagt, um den purpurnen Thron zu erobern. Deine Familie, meine Nachkommen und dein Schicksal. Die Kirche herauszufordern, meine Burg zurückzuerobern und ein neues Reich zu begründen. Doch erst musst du Nordland einen, sei es du Schwert oder Feder. Es scheint, ich kenne nun die Bestimmung unseres Hauses. Vereine 15 Provinzen von Nordland unter deiner Herrschaft, entweder als König eines Vasallenstaates oder als Anführer der Allianz der Freien Städte. Erkläre dich selber zum neuen Herrscher und fordere die Inquisition der Kirche heraus, um den Stein des Glaubens zu erobern und den purpurnen Thron für dich zu beanspruchen. Hier oben, das ist wahrscheinlich, ne, die Kirche oder halt der purpurne Thron. Ganz cool. Und hier oben haben die königlichen Ambitionen. Volkvater, dein König hat erklärt, dass er während seiner Herrschaft seine Provinz für 61. Ja, das geht ja gerade hoch, ne? Okay, sehr cool. Wirtschaftsbericht. Vermögen, bezahlte Löhne. Produzierte Ressourcen. Auf lokalen Märkten verkaufte Waren. In der Wirtschaft investierte Ressourcen. Gut. Ja, wir produzieren ja mehr, als dass wir Löhne zahlen. Das verkaufen wir dann an die Karawane oder an die Nachbarn. Und ich glaube, das Prinzip ist folgendermaßen. Wir produzieren mehr, handeln mit einigen, verkaufen das, egal ob wir sie unterworfen haben oder ob sie
ob sie Verbündete sind. So kriegen wir über die Nachbardings ein bisschen Geld rein. Bei der Karawane können wir Sachen verkaufen oder auch einkaufen. Sehr cool. Sehr schön, in die Provinz zurückgekehrt. Ist der Wolf eigentlich noch hier? Ja. Das beunruhigt mich. Ehe, wenn die gegenwärtige Generation von Lords kinderlos stirbt, ergibt sich möglicherweise eine schwierige Situation. Ehe. Daher sind wir mir das Konzept der Ehe erklärt. Wundervoll. Wenn die gegenwärtige Generation... Blablabla. Die beste Lösung für diesen Fall ist eine legitime Heirat, in der die Eheleute regelmäßig ihren ehelichen Pflichten vollziehen und unabhängig von gut oder schlechter Beziehung Kinder bekommen. Wähle dazu Partner für Lords auf der Weltkarte aus. Eine Ehe verbessert die Beziehung zwischen Adelsgeschlechtern deutlich. Achte also, aus welcher Familie du Partner auswählst. Der Brautpreis ist von den Fähigkeiten der Braut und dem Status ihres Adelsgeschlechtes abhängig. Achte auf Fähigkeitstalente mit Sternen markiert. Diese werden auch an Kinder weitervererbt. Wenn du eine Braut verheiratest, wird sie in die Stadt ihres Ehemanns ziehen. Im Gegensatz erhältst du den Brautpreis und eine Verbesserung der gegenseitigen Beziehung. Also, wir können unsere Beziehungen mit einem Nachbarn verbessern und dann eine Luther hat das heiratsfähige Alter erreicht und erwartet Heiratsangebote von adligen Verehrern. Für die Braut muss ein Brautpreis von 644 bezahlt werden. Deine Beziehungen zu diesem Haus werden familiär. Oh, das seht ihr nicht. Warte, ich mach mich runter. Hier jetzt. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was hat sie denn für Fähigkeiten? Worin ist sie gut? Was vererbt sie? Manieren. Und so? Wolfsjagd. Also wir könnten mit der gesamten Familie hier... Wir haben eigentlich extra angefangen, Hopfen anzubauen, damit wir das in dieses Königreich verkaufen können. Ich würde also sagen, es macht durchaus Sinn. Spielsucht hat die Braut auch. Ups. Ja, wie habe ich das jetzt nachgeguckt? Vergiften. Ach so, wir können auch andere vergiften. Wir können ein Duell provozieren. Ach so, je nach Erbschaft. Warte mal schnell. Wenn wir sie heiraten und jetzt würde zum Beispiel, jetzt würden alle aus ihrer Familie einen tragischen Tod sterben, so per Zufall, ne? Also sie essen alle die vergiftete gleiche Frucht, die per Zufall von uns geschickt wurde. Passiert. Würde dann das Reich an sie zurückfallen und sie wäre dann da, aber verheiratet mit meinem Bruder und würde dann also an uns gebunden werden? Ich meine, also so theoretisch kann man, also die Überlegung, ich muss man ja auch nur mal so, weißt du? Würfelspielen. Einsatz beträgt 5. Das Ergebnis des Spiels ist weitergehend zufällig, wird jedoch stark durch den Unterschied von Intelligenzfähigkeiten Spiel beeinflusst. Okay. Beführen. Zeit verbringen. Wolfsjagd. Beführen. Wenn das Interesse des Lords am Ziel hoch über 50 ist, werden die beiden Zeit im Bett verbringen. Das Ziel kann eine Menge Loyalität zum jeweiligen König verlieren und einen wesentlich großen Zugang zum Bettpartner entwickeln. Das Ausmaß von Loyalität hängt von unterschiedlichen Unterschieden zwischen den Manieren des Ausführenden und der Intelligenz des Ziels ab. Wenn die Loyalität einer Person unter 25 fällt, kommt es zum Konflikt zwischen Lord und König. Wenn es sich im Erben handelt... Okay. Wir können sogar Rebellionen anzetteln dadurch. Ach so. Oh, das hat einen schönen Tiefgang. Hier. Sie ist spielsüchtig, leichtsinnig, Erbe und Warn. Ach so, sie ist die Erbin. Lord ist noch ein Kind.
Ja, würde passieren. Also ich glaube, wenn alle Nachkommen draufgehen, zu verheiratende Braut. Ja, zu verheiratende Braut mit unserem Bruder. Ja, lass das Königreich irgendwie so ein bisschen zu uns kommen, oder? Wir schicken mal jemanden los. Ich hätte vielleicht vorher bessere Beziehungen aufbauen sollen, aber wir knallen da jetzt einfach Kohle rein. Sehr schön. So, wann kommt eigentlich die heilige Karawane wieder? Die müsste aber mal wieder auftauchen. Ich müsste Bücher kaufen. So, wie sieht's hier aus? Verwalter, das macht mein Bruder. Verwalter, das macht auch mein Bruder. Wenn das fertig gebaut ist, macht das auch mein Bruder. Mein Bruder macht einfach alles, der ist der Produktive. Okay, er ist schon dran. Die Chance, ein gutes Gespräch hängt von der Laune der Person. Eine Wolfsjagd. Achso. Der mag mich, weil ich habe für ihn Waldbanditen besiegt. Na, wir lassen mal laufen. Was ist das Problem? Leichter Hunger. Ja, dann geht was zu essen holen. Ja, nicht so, dass ihr nichts hättet, ne? Bau ein Holzfällerlager. Jeder kann nötig bei einer Armee. Locker bauen als Nachbardörfer zu dir erhöht die durchschnittliche Zufriedenheit deiner Untertanen. Sie benötigen Wohnraum, gute Nahrung und Alkohol. Ja, aber für was brauche ich denn das Holzfällerlager? Wir haben ja genug Holz noch. Obwohl, ja, gut, wir kriegen langsam Holz rein. Wir werten mal auf. Das finde ich ist eine gute Idee. Wir werten das Holzfällerlager auf. Den Lord wird es Zeit zu heiraten. Wir sind unterwegs. Wir sind dran. Wir sind dran. Okay. Mehr haben wir nicht. Ich nehme ihn hier raus und das soll jetzt der König mal selber machen. Auch wenn er wirklich schlecht darin ist. Soll auch der König übernehmen mit dem Holz? Ich muss schnell warten, bis der Dings raus ist, dass er hier wieder drin ist. Neues Wissen? Ah, ist sie fertig mit der Verwahrung von zusätzlichen Arbeitskräften? Ja, schreib mal das zweite Buch, bitte, für Hopfen und Bier. So, ich grüße dich, Miromir. Was freue ich mich über diesen heiligen Bund? Der Bande der Verwandtschaft ist härter als Stein und die Freundschaft zwischen unseren Königreichen wird ebenso stark sein, dessen bin ich mir sicher. Ich wünsche dir jeden erdenklichen Segen und erwarte unser baldiges Wiedersehen voller Vorfreude. Gezeichnet in Anwesenheit des Bischofs, König Zlatosil. Luther wurde zur Gemahlin von Pirelui. Pireliup und wird bald in der Stadt antreffen. Die Beziehungen zwischen der Brautkönig und deinem König haben sich um 25 Punkte verbessert. Und sie ist bei uns. Die Loyalität ist völlig im Arsch. Die Laune ist völlig im Eimer. Naja, wir lassen sie zuerst mal zu uns kommen. Die ist in paar Tagen bei uns. Hä? Sehr schön. Okay, ist wieder da. Das heißt, er kann das übernehmen.
Ich muss ehrlich sagen, dass mir der Wolf beunruhigt mich etwas. Wollen wir den töten? Ich stelle morgen früh eine Armee zusammen und töte den Wolf. Wo ist der Wolf? Da. Nein, ich kann den Wolf nicht töten. Ah ja, ich brauche ein viertes Adelshaus, stimmt. Und einen Kerker. Werden jetzt machen. Wir fangen mal mit dem Adelshaus an. Das Problem ist, also wir hatten eigentlich mehr. Ah, wir kriegen beides gebaut. Der Kerker. Sollen die auf den Feldern arbeiten? Ja, auf den Feldern macht fast am meisten Sinn, ne? Ah, hier ist eigentlich gut. Das ist wahrscheinlich eine Mine. Ja, dann sind die hier gut aufgehoben. Kommt der Kerker hier oben hin. Und was vielleicht noch wichtig wäre dann... Eine Nachtpatrouille und eine Tagpatrouille, damit mir die nicht abhauen hier. Errichte zusätzliche Lagerhäuser, um den Aufbau der Stadt zu beschleunigen. Aha, was macht das Lagerhaus denn? Ein Ort für die Lagerung, Ressourcen, Ausgaben von Löhnen und die Rekrutierung von Bauarbeitern. Bauern entnehmen am Morgen die Ressourcen aus dem Lager, wenn wir sie die Produktion benötigen. Am Abend kehren sie mit dem fertigen Produkt wieder hierher zurück. Personen können in allen Lagerhäusern auf alle dort gelagerten Ressourcen mit Ausnahme von Gold zugreifen. Okay. Dann machen wir das aus. Also das erste, was ich eigentlich machen will, ist das hier. Das sollten wir zuerst fertig bauen. Wachen. Drei Wachen haben wir hier. Die aber scheinbar keine Waffe haben, ne? So, wir bauen das Haus für die Dame. So, Loyalität. Okay, geht runter. Wichtige Personen. Sehnsucht. Aktionen. König. Ah ja, wir sollten vielleicht mal Nachwuchs zeugen, ne? Verführen. Wie können wir denn den ehelichen Tätigkeiten nachgehen? Bedrohen, belohnen. Gemeinschaft, verführen. Hilfe. Die Ehe hier. Vielleicht passiert das ja normal. Hm.
Na, bin ich sicher, ob Snoo einfach so passiert, ne? Die Kopie wurde angefertigt, sehr schön. Das Wissen wurde geteilt. Wir machen, wir lernen, wir schreiben. Ah, sie hat das Wissen auch. Gut. Ja, meine Frau soll einfach mal alles wissen. Was ist hier das Problem? Keine Anweisungen erhalten. Achso, er ist gerade dran. Schnell arbeiten! Los! Mach das, mach jenes, mach alles! Also. Ich wollte jetzt noch Handel hierhin aufbauen. Verkaufe Hopfen. Verkaufe Schnaps, genau. Also, das Symbol ist, das will er rein, das will er raus. Wie viel Hopfen habe ich denn? Noch gar nichts. Wir haben aber noch gar nichts gemacht. Voll billig. Aufwerten, ja. Dafür bräuchten wir noch mehr Holz. Habe ich das richtig? Ah, das geht gar nicht. Jetzt liefern. Ja, wir bauen das jetzt noch fertig, deswegen geht das eine wahrscheinlich nicht. Ah, hier wird jetzt gemacht, super. Snoo passiert automatisch. Zum Beispiel jetzt gerade. Ich hab's verpasst. Nein, ich hab's Snoo verpasst. Mann. wir kriegen immer mehr. Also langsam kriegen wir das hin hier. Sehr schön. Nicht genügend Holz. Soll ich noch ein Holzfällerlager bauen? Ich habe das Gefühl, dass wir echt langsam vorankommen. Oh, Dekoration. Was ist das was? Nee, das ist einfach nur für schön. War gut. Ja, witzig. Beleuchtung. Oho. Ja, nett. Total cool. Lagerfeuer. Statuen. Einschüchtern. Andere. Ja, cool. Pflanze, Pflanze, Pflanze. So, hier ein bisschen grün. Also. Das mit dem Holz, das ist mir zu wenig. Das ist eigentlich schon richtig. Roads. Achso, wir können sogar Stein... Warte mal. Ah, scheiße, das kostet mich Gold. Ich, das ist gar nicht kosmetisch. Okay. Was bringt das? Erhöht das Bewegungstempo der Person um 30. Na gut, jetzt habe ich schon angefangen. In Norland gibt es zwei Haupttypen von Staaten, Vasallenkönigreiche und allianzenfreie Städte. In beiden Fällen gibt es eine Staatsoberhaupt und abhängig von ihrer zugunsten des Schutz freigegeben. Okay. Okay, aber wie mache ich das, dass ich jemanden unterwerfe? Missetaten. Bibliotheksraub, Hallenraub, Lords, Handel, Politik. Vasallentum anbieten. Du stellst die Autorität von ihm in Frage und forderst, dass er zu deinem Vasall wird. Achtung, da du mit dem königlichen Sinn und gute Beziehungen über 50 unterhältst, wird die Aktion als verräterischer Akt angesehen.
So ist das also. Drohnen zu plündern. Plünderung möglich. Alter, guck dir das an. Das ist ja mega viel. Minus 9 zu den Dingen. Aber wir würden ihn unterwerfen können, ne? Er hat aufgestockt mit den Kämpfern. Und sie ist ziemlich gut geworden. Aha. Säbelzahnwölfe halten sich zwar normalerweise im Wald auf, attackieren jedurch mitunter Arbeiter, insbesondere Holzfäller und Kräuterkundler. Richtige Tagespatrouillen in Arbeitsbereichen einer Krieger werden bei Sicht angreifen. Bedenke aber, dass die Wölfe starke Gegner sind. Du kannst Lords auf die Jagd schicken, aber auch einen Trupp von Kriegern versammeln im Angriffsmenü, um die Säbelzahnwölfe per Rechtsklick anzugreifen. Das habe ich aber beim letzten Mal versucht, das hat nicht so geklappt. Oh shit, warte. Ich habe ihnen keine Waffen zugewiesen. So, ja. Und wo ist der Wolf denn jetzt? Ja. Aber irgendwie... Ah doch, das geht. Das hat einfach... Es zeigt einfach nichts an. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Oh mein Gott, der stirbt. Der wehrt sich. Oh, ist das viel Blut. Blutung. Verletzung. Er holt den Hals, aber Mann. Alter. Okay. Also klappt doch. Das klappt doch. So. Produktion, Ressourcen. 15 bräuchten wir. Wir warten mal schnell, bis wir hier das Holz haben und dann machen wir doch noch ein Lager. Okay. Gäste haben während des Aufenthalts üblicherweise verschiedene Dinge vor. Manche wollen sie einfach nur in Gesellschaft sein und Würfel spielen, andere sind auf Snooze-Nur-Abenteuer aus, während wieder andere deine Lords bestechen. Sie gegeneinander aufsetzen oder sogar einen von ihnen entführen zu wollen. Wenn ein benachbarter König zu Besuch kommt, besteht eine gute Chance, die Beziehung zwischen deinen Nachbarn zu verbessern, Machthabern zu verbessern. Finde heraus, welche Interaktionen mit ihnen möglich sind, indem ihr die... Entschuldigung, jetzt habe ich mich ablenken lassen. Indem du dir die Optionen im Personenmenü ansiehst. Gäste können außerdem gegen einen kleinen, in Ringen bezahlte Gebühr lehrreiche Lektionen erteilen. Okay. Ich werde vernachlässigt. Geringe einsam. Wünscht sich Nervenkitzel. Gering einsam. Verringt Erschöpfung. Die heilige Sophia hat mich verlassen. Wünscht sich Nervenkitzel. Wir brauchen einen Tempel. Okay. Wir bräuchten einen Tempel. Einen Tempel kann ich aber noch nicht machen. Oder? Wo war der denn? Das könnten wir. Jetzt konnten wir erforschen. Also, wir können ihn entführen, wir können ihn verbannen oder wir können mit ihm auf die Dings, wir können ihn auch vergiften, zu einem Duell herausfordern. Entfernt die Sehnsucht nach Rache oder Tod des Feindes. Wie intelligent ist er? Vier. Wir könnten mit ihm... Würfelspiel machen. Und zwar Neber. Du hast für diese Aktion nicht genügend heilige Ringe.
Gib deiner Frau Nein, das ging anders. König, Belohnung. Ja, aber was für eine Belohnung jetzt? König. Diese Aktion erfordern, dem König schenken. Nein. Ich will, dass du das jemand anderem schenkst. Belohnung. Für die treuen Dienste erhalten Personen eine Belohnung. Konsequenzen. Ah, hier 5. Doch, doch, das ist das Richtige. Also, gib deiner Frau 5 Ringe und dann kann sie spielen gehen. Luther übrigens hat, glaube ich, auch harten Nervenkitzel. Das Ergebnis des Spiels ist zufällig. Also, sie braucht ein bisschen Nervenkitzel eigentlich. Das heißt, sie soll doch mit. Sie soll doch mit ihrem Mann hier. Soll sie doch ein Würfelspiel machen. Und ich wollte dem anderen auch würfelspieltechnisch was abknöpfen, deswegen soll sie Ringe kriegen. Jetzt hat sie 5. Okay. Du gehst jetzt auch Würfelspiel mit. Nein, mit ihm. Würfelspiel. So, jetzt bin ich gespannt. Also, sie zieht los. Sie ist viel intelligenter als er. Okay. Er hat sie ausgelacht, das ist nicht so gut. Im Grunde genommen müsste ich mich viel mehr auf die Interaktion von den einzelnen Charakteren konzentrieren. Die sind total spannend. So, wir haben hier einen Kerker. So, Drang nach Freiheit. Das verstehe ich natürlich irgendwie. Vergangenheit, Bauer. Also, die waren in der Vergangenheit eigentlich Bauern. Ich lasse sie jetzt aber noch im Kerker schmoren. Weil das sind ursprünglich Banditen. Verlegen. Das Gebäude verlegen. Arbeit unterbrechen. Nein. Kann ich denen eigentlich nicht zuweisen, wo sie zu arbeiten haben? Ich muss kurz gucken, ob das geht. Nee. Vielleicht auch. Vermutlich beim nächstgelegenen Gebäude. Also ich vermute, dass die hier dann so rübergehen. Und die würden da arbeiten, vermute ich mal. So. Ja. Wir machen nochmal. Holzfällerlager. Wir könnten das aufwerten, ne? Aber wir machen 2 Holzfällerlager. Weil wir haben echt ein Holzproblem. In den Arbeitsort kann man wählen. Bestrafen, sexuelles Angebot, okay. Eine Bäuerin könnte daraufhin einen Bastard gebären. Diese Handlung gilt als Sünde. Na, warte, vielleicht ist das in der Produktionskette. Kann das sein? Nein. Bier. Ah, können wir eigentlich in der Brauerei jetzt herstellen bis zu produziert? Brauchten wir dafür nicht noch was anderes? Ah, eben. Das heißt, wir müssen dann schon noch gucken, dass wir da Weizen anpflanzen. Ah, hier, automatisch. Aha, so ist aufgeteilt. Okay, cool. Ja, okay, ich hab's, danke. Kampffertigkeiten plus 21.
Achso, das ist die Berechnung des Preises. Eigenschaften. Hat beim Kriegsdienst in der Armee einige negative Gedanken. Benarbt. Und billige Arbeitskraft. Wir könnten sie befreien, ne? Das wäre durchaus möglich. Könnten wir machen. Oh nein, ich habe den Händler verpasst. Trottel. Ja, cool, jetzt haben wir ein bisschen gebastelt, gemacht und getan. Sehr cool. Ich glaube, ich habe auch in einem nicht unerheblichen Teil das Spiel relativ gut verstanden. Das ist schön. Wir müssten sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr losschicken und so. Aber wir machen mal Handel auf. Tipp, wenn Luthor für Neva schwärmt, Beziehung über 100, könnte er möglicherweise einen erheblichen Rabatt anbieten. Der Preis wird aufgrund der Differenzen zum Handel der beiden Herrscher minus 18% angepasst. Der Preis wird aufgrund der Differenzen von Handel bei beiden, okay, der Bote. Nein, ich schicke meinen Bruder los. Das ist sein Stiefvater. Der wird das schon gut machen. Ah ja, hat sie eigentlich gewonnen? Nein, sie hat alle Ringe verloren. Scheiße. Oh, sie ist schwanger. Cool. Es ist Snoo-Snoo passiert. So. So. Holz. Es wird's gebaut, endlich. Neues Wissen. Babam. Wir können jetzt Roggen anpflanzen. Und dann könnten wir das Bier machen, das lange ersehnte. Ich überlege gerade, ein Feld hier abzureißen und dafür Roggen zu machen. Wir tun es einfach. Ja, ich hätte viel früher mehr Holz machen sollen. Das ist sehr wichtig. Weißt du was? Luther soll sich hier drum kümmern. Du hattest ja keine Zeit für sie in Bastard wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Ja, die werden beide fliehen wollen. Ich würde ja für sie tatsächlich eine, warte kurz, Ressourcen. Ich würd sie ja gerne ins Bauernhaus schicken, aber wir haben gerade keinen Platz. Hier wird Mehl produziert. Ist Mehl eigentlich die Nahrung? Werkzeuge, Leuchte, schmackhaftes Ale, Mehl. Ja, Mehl zählt als Nahrung. Also, da muss man kein Brot machen. Schnuff, Dankeschön für 57 Monate. Hallöchen. Handel, super. Handelsabkommen. Automatischer Handel. Also wenn ich das jetzt anklicke, dann schicken wir 20 rüber. Oder? Mein lieber Freund Miromir, etc. etc. Slatosil und du haben ein Handelsabkommen beschlossen. Beziehungen zu Slatosil haben sich verbessert, plus 10. Als Teil des Handelsabkommens wird Slatosil dir anbieten, täglich 20
Hopfen für 49 im Wert von 2 pro Stück zu verkaufen. Er verkauft es mir. Es ist andersrum. Das ist das, was er verkauft. Und das ist das, was er einkauft. Ach so. Okay, gut, haben wir das gelernt. Schön. Aber zur Zerbauung können deine Stadt entweder verlassen oder bleiben unter sich oder wenden sich Verbrechen zu. Vagabunden stehlen Mehl aus Lagerhäusern, rauben Bürgern in der Straße aus und brechen sogar in die Häuser anderer Bauern ein. Nach einigen Tagen können sie zu Handlangern werden. Setz Wachen ein, um die Siedlung zu schützen. Baue Schafotte, um Verbrechen zu bestrafen. Terrorisiere die Bevölkerung, um deren Furcht in Gehorsam umzumünzen. Oder verhindere ganz einfach, dass Bauern unzufrieden sind. Okay, es wurde ein Verbrechen begangen. Wenn die liebende Familie deiner Siedlung für groß genug achtet, kann sie einen Bischof zu dir entsenden. Mit der Aktion Schaltfläche und Personen können Lords beim Bischof die Beichte ablegen und sich von ihren Sünden zu befreien oder andere religiöse Aktionen durchführen. Der Bischof kann einen religiösen Aufstand provozieren, wenn er mit einem der Lords in Konflikt steht. Achte darauf, dass du seine Vorstellungen entsprichst. Die Materiarchin legt großen Wert auf die Meinung des Bischofs über deinen König. Okay. Wenn der Bischof auf natürliche Weise zu Tode kommt, wirst du bestraft. Auf unnatürliche Weise zu Tode kommt. Okay. Aber woher wollen sie wissen, ob das Essen nicht natürlich vergiftet war? Ah, da wird gerade Snooze nur gemacht. Aber ist sie nicht schon schwanger? Ach so, das Icon ändert sich auch auf so ein bisschen Nackedeich. Nett. Nett, nett. So, wir haben jetzt einen Bischof bei uns. Dinge gibt's. Wo sehe ich, wer wie beschäftigt ist? Was ist die 4? Gesamte Anzahl von Bauern in der Stadt, 28. Obdachlos, 0. Okay. Heute zugewandert, 2. Für was steht die 4? Krieger, Verbrechen. Insgesamt Anzahl von Vagabunden in der Stadt, 1. Das heißt, einer hat nichts zu tun. Wie kriege ich den raus denn? Ah! Da kann man Sachen verbieten oder einschalten. Sehr cool. Acht, neun, zehn. Global on the map. Achso, der war unterwegs, hä? Hat irgendwo was gemacht. Sehr cool. Ah, wir haben mit denen jetzt auch Kontakt, oder wie? Nett. So, wir haben keinen Vagabunden mehr, so wie es aussieht. Das ist sehr gut. Ernte den Roggen. Ja, machen wir gerne. Sobald die Zeit da ist. Ich muss eigentlich mal kurz gucken. Also er will Mehl, er will Ale und er will Schnaps. Und theoretisch könnten wir viel, viel mehr Schnaps produzieren. Mach mal einen Wert von 100. Dann verkaufen wir ihm regelmäßig. Weil ich habe das falsch gesehen. Ne? Das ist das, was sie wollen. Das ist das, was sie geben.
So, das soll nochmal. During brief relations, you can ask Lord to spend time together. Weiter, das ist, weiß ich schon, das wurde im Tutorial erklärt, vielen Dank. Beziehungen beginnen, sobald ein Bischof in deine Stadt eintrifft. Bevölkerung über 40. Ich habe eine Bevölkerung über 40. Nice. Also, Beziehungen zur Matriarchin. Faktoren, die sich auf die Beziehung zwischen der Matriarchin und dem König auswirken. Neues Bischofsamt. Zerstört das Banditenlager. Anzahl der Fanatiker in der Stadt 7. Okay. Eine Sünde ist ein Andauern oder starker negativer Gedanke, von dem eine Person durch eine Beichte beim Bischof freigesprochen werden kann. Sünden werden auch in der Statussektion der Personen dargestellt. Cool. Minus 150. Ach scheiße, ich habe den Händler verpasst wieder. Ich bin so mit meinen Gedanken manchmal woanders, ne? Das ist wirklich... Nur der König soll eine Straße haben. Warte mal kurz. Belag entfernen. Achso, du kannst ihn wieder wegmachen. So. Nix Holz. Das hier wird gerade gebaut. 5 Holz bräuchten wir da noch. Wie viel produzieren wir eigentlich? Wirklich viel. Ah ja, ich hätte vielleicht noch ein Lager machen sollen. Ne? Das Lager dürfte ja eigentlich echt gute Dings geben. Wurde ausgelacht. Weniger Fanatiker. Obdachlosigkeit. Oh, warte mal schnell. Wir müssten für ihn ja eigentlich Tempel bauen, ne? Oder nicht? Wenn du dieses Gebäude richtest willst, musst du deinen Lords das entsprechende Wissen studieren. Ja, er braucht einen Tempel. Ansonsten ist er obdachlos. Unser Bischof ist obdachlos. Bitter. Interesse beeinflussen. Bereitschaft einer Person für ein Rendezvous mit Sexualaktivität höher als 50. Verlieben. Wahrscheinlichkeit, dass während eines tiefgründigen Gesprächs ein Witz erzählt wird. Faktoren, die das Interesse beeinflussen. Unterschiede bei der Manierfähigkeit, Beziehungen, Geruch, Alter, sozialer Status, Alkoholkonsum und mehr andere Faktoren, die du betrachten kannst, wenn du die Maus über das Fragezeichen neben dem Interesse an der Karte. Okay. Manieren beeinflusst das Interesse an dieser Person von anderen Lords und die Effektivität der Erkenntnis, die aus tieferen Gesprächen erlangt werden. Einige deutliche Unterschiede in puncto Manieren kann jedoch unter Lords zu einer Ablehnungshaltung führen. Achso, wenn der eine mega gute Manieren hat, aber der andere nicht so gute Manieren, dann wird das schwierig. Oh oh. Wurde ausgelacht. Keine Ring. Quälende Sehnsucht. Wünscht sich Nervenkitzel. Diese Aktion kostet 3 Ringe. Aha! Wir haben also die normale Währung, mit denen wir Sachen bezahlen, und dann haben wir noch die Adelswährung sozusagen. Ich dachte, die Ringe sind. Also die Ringe sind super kostbar, das wusste ich schon, aber dass du sie für so viele Sachen brauchst, heftig. Ah, du kannst sogar die Scheidung machen. Ja, der König soll sie mal belohnen. Ansonsten wird das mit Neva nämlich nichts. Hier. Wer ist das denn jetzt wieder? Was machen die ganzen Könige hier? Oder die Besucher? So. Also das Holz ist jetzt hier teilweise eingelagert, ne? Das ist übrigens der Bonus, den sie produziert. Ja, Leute mit hoher Produktivität sind natürlich sehr, sehr gut. So, wir haben jetzt theoretisch. Also wir kommen ja theoretisch auch an das hier ran, ne? Also auch hier wird ja. Hier wird ja Fett produziert. Das heißt, wir wären in der Lage, auch Bier zu brauen. Wir machen das einfach mal so, das ist okay. Handel? Ah ja. Nicht genügend Ressourcen. Mein ganzer Schnaps ist weg? Okay, ich sehe schon. Die Brauerei ist zu klein.
Ja. Also ich klicke das Lagerhaus jetzt einfach mal schnell hier hin. Neben der Bibliothek. Damit wenigstens da etwas geht. Aber hey, man kann echt ein schönes kleines Dörfchen machen, ne? Und sich dann ausweiten. Mein edler Freund? Ja, wir haben... Ich weiß, wir haben Handel, aber mir ist per Zufall aus Versehen der Schnaps ausgegangen. Sehr, sehr cool. Ernte den Roggen. Vielleicht zu essen, okay. Lege zwei Roggenfelder auf den fruchtbaren Grund, oben links. Und warte, bis die Bauern nach 3 Tagen die erste Ernte einfahren. Okay, Roggen wird nicht täglich abgebaut. Nice. Was brauche ich eigentlich, um Ale zu machen? Aha, ich muss das zuerst studieren. Ich muss mich wirklich immer darauf achten, dass wenn der Händler da ist, dass wir uns um den Händler kümmern. Ansonsten... Ah, jetzt geht er wieder, ja. Wenn ich ein Let's Play davon mache, ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer schön schauen, wenn der da ist. Ne? Dass wir auch was machen. Okay, cool. Was ist das für ein Symbol? Also... Sind insgesamt 8, 9. Unzufrieden? Ja, also man muss eigentlich sehr, sehr genau gucken. Schläfrig, heilige Sophie hat mich verlassen. Widerlicher Schnaps, geschmacklos. Ja. Also ich bin nicht schnell genug gewesen mit den Sachen. Zu wenig Holz, zu wenig Sachen hier. Könnten wir sicher alles noch irgendwie drehen und retten. Einer ist entkommen. Er ist abgehauen. Nett. Ob ich das irgendwie auch noch das Feld eigentlich wegmachen? Ah, hier. Cool. Muss man auch immer ein bisschen drauf achten, was es da alles für Events gibt. Gibt viele, viele Events. Der Ackerboden wird demnächst erschöpft. Bauern haben Anzeichen für den Verlust der Fruchtbarkeit auf den Feldern erkannt, weshalb diese nach wenigen Tagen wieder gepflügt werden müssen. Bereite rechtzeitig Holz vor. Dieses wird auf den Feldern verbrannt, um den Boden wieder fruchtbar zu machen. Ach so, mit Asche. Deswegen brauchen ja viel, viel... Nice, da ist jemand in Verwaltung gestiegen. Deswegen brauchen wir viel, viel mehr Holz. Das ist das Problem gewesen. Ja, werten wir das mal auf. Ist eigentlich... Könnt ihr das verdammt nochmal fertig machen? Ich will endlich hier abbauen. Ja, ich brauche ein besseres Gleichgewicht. Ich habe jetzt einfach ein bisschen, wie ich lustig war, angefangen und ausprobiert. Aber dafür ist das Preview ja auch da. Er kann einfach nirgendwo pennen, er ist unzufrieden. Was ist dein Problem? Wir brauchen mehr Tempel. Quälende Sehnsucht. Scham wegen Sünde. Widerlicher Schnaps. Okay. Geh mal beichten, bitte. Diese Aktion erfordert 6 Ringe. Du hast nicht genug Ringe, ne? Gebäudeeffizienz. Das Aufwerten eines Gebäudes etwa bietet nicht nur zusätzlichen Arbeitsplatz, sondern auch eine Leistungssteigerung. Je näher ein Gebäude dem Tempel ist, desto weniger Zeit benötigen Arbeiter für den morgendlichen Weg zur Arbeit. Ah, das ist auch, kommt alles hinzu. Ja, wie bei Going Medieval, das war da genau das Gleiche. Also die gehen am Morgen früh, gehen die beten, und dann gehen sie arbeiten, am Abend gehen sie essen und trinken und dann gehen sie schlafen. Und da muss man gucken, dass die Laufwege irgendwie ein bisschen sinnvoll gestaltet sind. Je näher das Lagerhaus, desto weniger Zeit benötigen sie Ressourcen für die Produktion heranzuschaffen. Straßen erhöhen das Bewegungstempo um 30. Sklaven arbeiten nicht bis 18 Uhr, aber 3 Stunden länger. Loyalisten und Arbeiter unter dem Einfluss von Nektar arbeiten deutlich schneller.
Zusätzlich haben Arbeiter bestimmte Kulturen aufgrund ihrer kulturellen Tendenz von Produktivitätsbonus für spezifische Produktionsarten. Aha, warte mal schnell. Haaren. Ja. Und wo kann ich sehen, wer für was sehr, sehr tauglich ist? Luther hat sich in den Bischof verliebt. Echt? Wichtigste Person? Ich bin verrückt nach ihm. Plus 70. Das ist der Nervenkitzel, von dem sie immer geredet hat wahrscheinlich. Jetzt weiß ich, warum er unglücklich ist. Oh ja, das ist cool. Okay, solche Sachen. Ich spiele, ich spiele ein bisschen zu schnell. Ich habe zu viel auf dreifache Geschwindigkeit und genieße ein bisschen zu wenig die Sachen, die zwischendrin passieren. Wenn ich ein Live-Let's Play davon mache, dann werde ich das definitiv ein bisschen anders gestalten. Aber ich wollte jetzt möglichst schnell vorankommen, um ein bisschen was zu zeigen fürs Preview. Aber wie, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt gerne in den Chat schreiben, wenn ihr sagt, davon hätten wir gerne ein Live-Let's Play. Und ihr könnt auf YouTube gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, hey, mega cool, mach bitte ein Let's Play davon. Ein Live-Let's Play davon, dann mache ich das. Wenn genug Leute sagen, hey, mega cool. So, ich muss schnell überlegen, wie wir das hier retten. Wir brauchen mehr Tempel, quälende Sehnsucht. Weißt du was? Gib ihm mal ein paar Ringe. Auch wenn der König selber nicht mehr so viele Ringe hat. Da dürfte die quälende Sehnsucht nämlich sich reduzieren. Okay, also im Chat ist schon mal positives Feedback für Let's Play, ich sehe schon. So, ändert sich das jetzt? Nein, nicht ganz. Quälende Sehnsucht. Und Sehnsucht. Ich roll das mit der Sehnsucht noch nicht so ganz. Ich muss das um jeden Fall tun. Wo haben wir es denn? Ah, hier, Fahren. Die Einheimischen der zentralen Ebene von Nurland, die von stetig expandierenden Reichen immer weiter in den Osten getrieben wurden, ihre Abgeschiedenheit und die strikte soziale Antagonismus gegen alle Außenseiter ihrer Kultur verhindern die Aufnahme der Waren ins purpurne Reich, im Gegensatz zu anderen einheimischen Völkern. Sie verfügen über ein breites, uraltes Wissen über die Natur Nurlands. Der einzigartige Lebensstil der Fahren beruht auf dem Grundprinzip die Harmonie mit den Leben der Natur und den Nachbarn. Werte, Frieden, Fremdenhass, Kaiden, Produktionsbonus, Steckrüben, Schweinefarmen und Kräutergärten. Das heißt, wir können später auch noch Schweinefarmen machen und so an Fleisch kommen und so. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut, meine Damen und Herren, ich würde aber meinen, das hier war jetzt mal Nurland. Ein Preview. Mal schnell angetestet. Ein bisschen das Tutorial durchgeballert. Vorher aber Dankeschön, Prime. Die ganzen Sachen angeguckt, wie das aussieht. Ich gehe mal zurück ins Menü. Also ich mache mal schnell Speichern. Save Game. Preview. Wunderbar. Hauptmenü. So. Das war Nurland. Wir haben es uns mal angeschaut. Ein Preview. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so mal reinzuschauen. Es ist dafür gedacht, um nicht fertig zu machen, sondern wirklich nur mal reinzugucken, wie sieht es aus, was in welche Richtung kann sich das entwickeln. Und wenn ihr sagt, hey, mega cool, hat Spaß gemacht zuzuschauen, dann schreibt gerne in die Kommentare, dass sie ein Like, lasst ein Like da natürlich und ein Kommi, und eben, ob ihr davon ein Let's Play haben möchtet. Das werde ich jetzt mit mehreren Spielen machen, dass ich so kleine Previews mache von Sachen, die rauskommen oder schon draußen sind, wo ich sage, okay, da können wir mal reinschauen, damit ihr ein bisschen mitbestimmen könnt, von was es Let's Plays gibt, weil ich kann zeitlich nicht alles spielen. Und das so ein bisschen aufzugliedern, einige Sachen nur anzuspielen und zu zeigen und andere dann effektiv zu spielen, die es mir absolut angetan haben, ist, glaube ich, eine ganz gute Aufteilung. Passt. Gut, ihr wisst Bescheid, Like da lassen, Kommi da lassen und
Ja, bei Holy vorbeischauen. Ich habe ja Werbung gemacht in dem Video hier für Holy. Ausrufezeichen Holy in den Chat oder in der Beschreibung sonst für euch. Und gerne Feedback da lassen, auch was ihr von der Preview-Idee haltet. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Oder im nächsten Stream. Bis dann.